Willkommen zu diesem 198. Europe Calling. Und das ist gleichzeitig unser erstes Webinar nach dem Sommer und auch wieder in Zusammenarbeit mit Campact, die uns hierbei unterstützt haben. Und ganz besonders begrüßen möchte ich unsere Gäste, die ihr hier schon seht und die fast, wie gesagt, 1800, die heute Abend dabei sein wollen. Kurz zu Beginn ein paar Hausmitteilungen von mir, wie immer. Ihr könnt bei Europe Calling natürlich immer eure Fragen stellen, die Fragen der anderen bewerten. Dazu nutzen wir Slido. Den Link dazu stelle ich gleich in den Chat. Hier ist er schon. Und stellt da gerne eure Fragen. Bewertet ganz wichtig die Fragen der anderen, um dann eben, damit wir herausfinden können, was die Fragen sind, die euch am meisten beschäftigen. Weil bei, wie gesagt, 1600, 1700 Anmeldungen werden das ganz schön viele Fragen. Und wie immer bei Europe Calling zeichnen wir das auf und stellen das danach auf YouTube und als Podcast online. Bitte beachtet das dann auch, wenn ihr Fragen mit eurem Namen stellt. Wir werden vielleicht am Ende auch noch ein bisschen Zeit haben für mündliche Fragen. Hallo Luisa, für mündliche Fragen, gerade dann ist das wichtig. Das waren auch schon die Hausmitteilungen. Und ich will anders als sonst heute Abend am Anfang ein paar Minuten nehmen, um noch persönlich was zur Einleitung zu sagen. Warum wir dieses Webinar heute Abend so machen, wie wir es machen. Und will ein bisschen ausholen und sagen, vielleicht über den Sommer habt ihr wie ich ganz viel auch in die USA geschaut. Es war ja sehr spannend, was bei den Demokraten passiert ist. Erst mit Biden, dann jetzt mit Harris. Nur in wenigen Wochen haben die Demokraten es da ja geschafft, Ohnmacht nach dem Fernsehduell in Hoffnung zu verwandeln. Und wer noch keine Rede von euch vom Parteitag Demokraten gesehen hat, das ist für alle, die Europe Calling interessiert, auch super spannend, sich mal eine der Reden anzuschauen, einfach wie hier auch kommuniziert wird und auch Hoffnung kommuniziert wird. Das ist alles nicht 100% vergleichbar natürlich mit unserer politischen Kultur, aber es ist eine sehr spannende Art, Politik auch zu kommunizieren und das ist ja etwas, mit dem wir uns hier bei Europe Calling auch viel beschäftigen. Und man spürte auch, dass wenn Hoffnung eben persönlich verkörpert wird, jetzt zum Beispiel von Kamala Harris, dass da eine Bewegung entsteht, die dieses Gegeneinander, diese Hoffnungslosigkeit und Angst in den Hintergrund tritt und eine Bewegung entsteht. Und die Umfragen zeigen ja in den USA mittlerweile auch, dass damit Trump und mit ihm all das Schlechte, was er verkörpert, besiegbar wird. Und wenn man es so zusammenfassen will, es zeigt auch, Hoffnung und Zuversicht auf ein besseres Morgen besiegen halt Angst, Lügen und Ohnmacht oder haben jedenfalls das Zeug dazu. Und das ist der Grund, warum wir heute Abend als Europe Calling auch gemeinsam mit Campact dieses Webinar machen. Denn dieses Motiv Hoffnung und das Positive nach vorne, das war in diesen Wahlkämpfen oder ist in diesen Wahlkämpfen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg doch sehr oft Mangelware, wenn man hinschaut. Und statt Hoffnung stehen da gerade von rechts, aber leider eben auch aus der Mitte, eine regelrechte Ablehnung einer Zukunft, die für alle besser ist. Da ist dann, wer geflüchtet oder ist oder sich Geflüchtete einsetzt, wer sich um Zukunft und Klima und Umwelt sorgt, wer Bürgergeld bezieht oder wer sich für die Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Aggressor einsetzt, der ist im Fadenkreuz, bildlich, aber leider, wie wir auch im Europawahlkampf, aber jetzt auch gelernt haben, ganz real in Gefahr. Und diese Hoffnungslosigkeit und dieses Gegeneinander, das bestimmt viele Teile dieser Wahlkämpfe und wir wollen das heute Abend eben anders machen. Und dass diese Analyse hat sich Campact als Zivilgesellschaft für den ungewöhnlichen Schritt entschlossen, jetzt die Bündnisgrüne Partei in Thüringen aktiv für die Zweitstimme zu unterstützen. Und das ist etwas Besonderes und das liegt eben auch daran, dass es klar ist, dass wenn die Grünen insbesondere aus dem Landtag fallen, einmal die noch weniger Stimmen sich für Hoffnung bei Klima und Umwelt einsetzen, aber gleichzeitig auch die rechtsextreme AfD eine Sperrminorität bekommen kann, die den Landtag blockieren kann. Und es steht viel auf dem Spiel und deswegen wollen wir heute über Hoffnung reden. Wir wollen über das Geschaffte reden, wir wollen über Klima- und Umweltschutz reden und wir wollen versuchen und auch die Frage stellen, gerade jetzt nach Solingen, wie Hoffnung, wie aber vielleicht auch gute Klima- und soziale Klima- und Umweltpolitik auch in dieser sehr unsicheren Zeit Sicherheit geben kann. Oder um es mit Kamala Harris zu sagen, ich hoffe, ihr überreizt es damit nicht, when we fight, we win. Und dabei belasse ich jetzt für diese Einführung und starten mit einer kurzen Lagebeschreibung in Thüringen von Bernhard Stengele. Dann kommen Luisa Neubauer und Cornelia Bartsch mit mehr Zeit für ihre Gedanken zu dem Thema und dann Bernhard nochmal zur Frage, was in Thüringen dann konkret passiert ist und noch passieren soll.
Ich beginne mal mit Bernhard Stengele, Spitzenkandidat Bündnis 90 Die Grünen in Thüringen, amtierender Thüringer Minister für Umwelt, Energie und Naturschutz. Bevor er in die Politik gegangen ist, war Bernhard Schauspieler und Regisseur. Politik und Kunst machen wir bei Europe Calling auch immer mal wieder. Beides hat auch viel mit Hoffnung zu tun und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das heute Abend machen, lieber Bernhard, und du hast das Wort und die Zeit. Vielen Dank, Maximilian. Genau, ich schließe da gleich mal an. Mein großes personifiziertes Plakat war betitelt mit Energie, Vielfalt, Zuversicht. Und ich glaube, die drei Worte sprechen für sich, beschreiben ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Ich möchte ganz kurz auf die Situation eingehen in Thüringen 2 Tage vor der Wahl. Die letzte Umfrage sagt für die AfD gerundet 30% voraus, für die CDU 22, für die SPD 6. Für die Linke knapp 14, für Bündnis Sahra Wagenknecht 18 und für Bündnis 90 die Grünen 3,3. Noch erschreckender ist eine Umfrage der Daten einer U18-Wahl- und Jugendwahlstudie. Da hat die AfD 37,4, um genau zu sein, die CDU 18, die SPD 10, die Linke 9, BSW 7. Die Tierschutzpartei hat da erstaunliche 4% und Bündnis 90 die Grünen 3,7%. Man muss sagen, wir haben seit 10 Jahren das Energie-, Umwelt- und Naturschutzministerium, haben wirklich gute, gute, gute Erfolge darin. Das kann man, glaube ich, objektiv, subjektiv spüren im Land und auch nachprüfen. Also wir sind auf der Höhe dessen, was wir eigentlich tun, und wir haben es wahnsinnig schwer in Thüringen. Wir sind die Monster. Das heißt, wir sind die Umweltzerstörer, wir sind die Kriegstreiber, wir sind die, die den gesunden Wald abhauen, um Windkraftanlagen hinzurichten. Wir haben im ländlichen Raum so viel Gegnerschaft, dass man das nicht glauben kann. Die AfD ist quasi da die normale Partei und wir sind die, die alles kaputt machen, was so lange sich erarbeitet wurde. Die Schwierigkeiten im Wahlkampf, bei dem wir keine größeren Fehler gemacht haben, wie ich es erkennen könnte. Gegenteil, wir machen eigentlich einen guten, engagierten Wahlkampf, einen sehr zuversichtlichen, habe ich ja eingangs gesagt, wird durch eine Tatsache enorm erschwert. Und zwar, dass auf keinem Podium, auf dem ich bisher war, das Thema Umweltschutz, das Thema Naturschutz und das Thema Klimaschutz eine Rolle spielte. Es wird niemals abgefragt, es kommt nicht vor. Ich hatte mit dem MDR, mit dem Mitteldeutschen Rundfunk, natürlich auch eine Diskussion darüber und die haben gesagt, wir haben Umfragen gemacht, es ist für die Leute nicht relevant. Wir haben das, glaube ich, bei der Europawahl schon festgestellt, dass das Thema in seiner Bedeutung europaweit nach hinten gerückt ist. Und hier in Thüringen jedenfalls scheint es die Leute so gar nicht zu interessieren, dass es auf den Podien nicht mehr vorkam. Das heißt, ich spreche zu allen anderen Themen, aber zu dem Thema, für das ich eigentlich Minister bin und das ich für eine epische Krise halte, die uns alle Kräfte abfordert, um sie einigermaßen abzuschwächen, diese Krise, nämlich die Klimakrise, und dasselbe gilt ja für die Krise um die Artenvielfalt, ist kein Platz in den Diskussionen. Das unterscheidet diesen Wahlkampf von den Wahlkämpfen davor, von dem Wahlkampf 2019, der noch enorm geprägt war durch Fridays for Future, dann war Paris gewesen 2015. Und jetzt spielt es keine Rolle. Deshalb bin ich sehr froh, dass heute Abend dieses Webinar zustande kommt, dass wir über dieses Thema reden können, nämlich wie können wir mit Zuversicht ein Thema wieder nach vorne bringen, das so wichtig ist, dass aber im Moment im öffentlichen Diskurs, jedenfalls in Thüringen, keine Rolle spielt und die Partei, die dafür steht, ebenfalls keine Rolle spielt, mehr als das wirklich in der totalen Negativspirale ist bei den Leuten und für alles andere steht, aber nicht für das Wohl eines Bundeslandes. Vielleicht so viel zur Einführung. Danke dir vielmals für den Beginn und für die Einführung. Ich übergebe dann direkt an Luisa Neubauer. Kennen ganz viele, die bei Europe Conning schon dabei sind und kennen eh sowieso sehr viele. Deswegen freue ich mich, dass Luisa wieder dabei ist und Klimaaktivistin Fridays for Future Deutschland. Und Luisa hat 2022 ein Buch mit ihrer Oma herausgebracht, das im Titel auch vielleicht ein bisschen das aufgebracht hat, aufgreift, was viele gerade spüren. Das Buch hieß oder heißt Gegen die Ohnmacht. Und das Wort kam schon öfter vor. Deswegen freue ich mich sehr, Lisa, dass du heute Abend da bist und zu dem Thema auch uns jetzt was zu sagen hast. Du hast das Wort.
Ja, vielen, vielen Dank. Vorweg, ich bin in einem kleinen Dorf in Österreich mit katastrophalem Internet. Und ihr seht, ich glaube, man sieht mich auch nicht so ganz gut. Wenn ihr mich nicht mehr hört, ihr müsst, also ich habe eben das gut verstehen können, aber manchmal setzt es aus. Dann ist es so für 10, 5 Sekunden weg. Wir schaffen das gemeinsam. Ich sende ganz, ganz liebe Grüße aus Tirol, wo noch kein einziges Windrad steht. Genau, wo hier jetzt hart dafür gekämpft wird, dass sich das ändert. In sehr konservativen Gefilden, wenn ich das so sagen kann. Genau. Genau, ich danke natürlich allen, dass das hier möglich gemacht wird. Ich freue mich ganz, viele von euch hier zu sehen. Ich bin ganz begeistert. Das ist eine solche krasse Teilnahme an so einem wichtigen Abend. Ich möchte einmal vorwegnehmen, ich komme nicht aus Thüringen, ich darf nicht wählen, viele von euch dürfen aber wählen. Und ich bin nicht heute Abend hier, um irgendwas schön zu reden. Wir haben gerade die Einführung gehört, ihr wisst es alle viel besser als ich, wie gravierend die Lage ist und vor allem auch, wie viele Gründe es gerade gibt, komplett ohnmächtig das Tuch fallen zu lassen. Weil es wir gerade auch, wenn wir die Zahlen hören, was bei jungen Leuten abgeht, weil es so überwältigend ist. Und die meisten von euch, von uns, wir haben auch noch andere Probleme, als es zu sagen, Wahlumfragen, sondern wir haben auch andere Sachen, die in unserem Leben passieren. Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist das viel. Und ich bin nicht da, um irgendwas davon klein zu reden oder schön zu reden. Und in gewisser Weise würde ich aber sagen, besteht mein Aktivismus mittlerweile sehr viel darin, nicht mehr so sehr Menschen wütend zu machen. Die Menschen sind eigentlich schon wütend genug, ist meine Erfahrung. Aber vielleicht ein bisschen das Licht dahin zu leuchten, wo es so viele Gründe gibt, zuversichtlich, ich würde fast sagen, radikal zuversichtlich zu sein in Zeiten, die Zuversicht nicht in der Überschrift trägt. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, für euch heute Abend vor dieser wahnsinnig wichtigen Wahl. Ich glaube, und ich habe drei Vorschläge dabei, drei Hoffnungsvorschläge für die Klimafrage vor dieser Wahl in Thüringen, aber auch für die Klimafrage in dieser Zeit. Nummer eins wäre die Tatsache, dass die meisten Gespräche über das Klima heute gar nicht mehr unter dem Titel Klima stattfinden, sondern aus ganz anderen Perspektiven heraus. Heute habe ich gelesen, dass der Thüringer Wald ist so bedroht wie nie von der Klimakrise. Menschen, die sich um den Thüringer Wald kümmern, die müssen sich nicht für Greta Thunberg interessieren. Und die müssen nicht die Grünen wählen, fair enough. Obwohl man es ihnen für den Thüringer Wald, muss ich sagen, empfehlen würde, aber das ist eine andere Geschichte. Solange der Augenblick noch da ist, in dem wir sehen, was vor uns liegt und wir uns einigen können darauf, das ist nicht gut mit dem Wald. Klima hin oder her, Emissionen hin oder her, China hin und her, aber was mit dem Wald passiert, das ist nicht richtig. Das sollte nicht sein. Der Wald sollte nicht sterben. Und was ich erlebe in diesen Zeiten, in denen es so viel Ohnmacht gibt, dass Menschen genervt sind von diesen Klimasachen und den Klimakleber und den Klimathemen, aber immer und immer wieder, auch aus überraschenden Ecken heraus, einen sehr klaren Blick darauf haben, was mit unserer natürlichen Welt gerade passiert und dass das nicht gut so ist, dass das nicht normal sein kann, was uns da an Katastrophen reinfolgt. Das heißt, statt darauf zu warten, vielleicht, wo die nächste Debatte mal endlich wieder über das Klima geführt werden sollte, und damit würde ich jetzt mal Wahlarenen ausschließen, weil da muss man über das kategorische Klima sprechen, aber im persönlichen Gespräch, im Miteinander, statt auf den Moment zu warten, wo zu sagen, jetzt mal endlich hier jemand sagt, was denkst du eigentlich zum Klima, glaube ich, lohnt es sich in diesen Zeiten Augen und Ohren dafür zu spitzen, dass wir oftmals über das Klima reden, ohne es beim Namen zu nennen. Und das ist gar nicht etwas Schlechtes zwangsläufig, wenn beim Klima schon alle ausrasten, super, dann reden wir über den Wald. Dann reden wir darüber, wie nervig das gerade ist, wenn man in Urlaub fahren möchte, weil an der Ostsee verbreiten sich irgendwelche Algen und am Mittelmeer brennt es und in Italien gibt es wieder die Erdrutsche und in Frankreich ist das Trinkwasser ausgefallen. Und was wir stattdessen machen und feststellen, ah ja, vielleicht bleiben wir jetzt mal irgendwie in der Nähe und machen es uns da schön. Wenn wir darüber reden, wie wir die natürliche Welt um uns herum wahrnehmen und was wir gerade tun vielleicht, wenn wir uns mit unseren Tieren beschäftigen und unseren Gärten und was auch immer. Ich glaube, es lohnt sich in diesen verzweifelten Zeiten, diese Momente als ersten Schritt zu nehmen, als erste kleine Tür, die sich öffnet. Woraus vielleicht dann mal ein bisschen später ein kleines Follow-up kommen kann. Leute, vielleicht, ich habe nochmal über den Thüringer Wald nachgedacht. Müssen wir mal darüber reden, was da eigentlich hintersteckt? Wollen wir uns das mal angucken? Ich habe hier irgendwas.
Wenn wir über das Klima reden müssen, müssen wir es nicht beim Namen nennen. Und da ist kein Shame da drin, sondern die Wege sind ganz, ganz vielfältig. Und vielleicht reden wir über Zukunft von Kindern, vielleicht reden wir über die Welt, in der man mal leben wird und die Welt, wie sie mal war. Wenn ich mit meiner Großmutter über das Klima spreche, dann sagen wir auch selten Klima, dann reden wir oft über die Birke in ihrem Garten. Und je nachdem, wie es der Birke geht, nehmen wir das ein bisschen als Indikator dafür, wie es gerade der Welt geht. Und gerade sagt meine Großmutter zum Beispiel, dass die Birke die Schultern runterhängen lässt, weil es der Birke nicht mehr so gut geht. Speaking of which, meine Großmutter ist wegen der Hitzewelle ins Krankenhaus gekommen. Mir geht's jetzt wieder gut, aber auch da reden wir nicht über das Klima, weil das Klima ist da. Und wenn diese Erfahrungen da sind, irgendwann arbeiten wir uns dahin. Und dann kann man vielleicht mal freundlich fragen, ah, vielleicht ist das doch irgendwas mit dem K. Ihr wisst schon was. Nummer zwei. Also was ich meine ist, lass uns Augen und Ohren aufhalten für die Welt da draußen und lass uns nicht vergessen, dass die meisten Menschen eigentlich wahrnehmen, was da draußen passiert. Die wollen manche Sachen nicht hören, die werden getriggert von Sachen. Aber die Welt da draußen spricht eine sehr klare Sprache und sie macht uns ganz, ganz viele Türen auf und sendet den ganzen Tag Einladungen, um über sie zu sprechen und sie zu fühlen und sie zu erleben und davon abzuleiten, dass wir vielleicht das eine tun, das andere lassen sollten. Nummer zwei. Ich erlebe, wir erleben einen öffentlichen Diskurs, der erschreckend ist, der polarisiert ist, der desinformiert ist teilweise, der dazu führt, dass in den wichtigen Debatten von Klima, Umwelt, von Transformation, die ja alle etwas angehen, viele Menschen das Gefühl haben, sie sind nicht mitgemeint. Ich halte das für kategorisch ungerecht. Jeder Politiker, der draußen rumrennt und sagt, oh, Klima, das ist ja ein Privilegiertenproblem und oh, das machen nur die Ökos und die wollen es alles wegnehmen, sorgt dafür, dass eine weitere Person nicht mitreden wird, wenn es auch um ihre Zukunft geht und auch um ihre Welt geht. Das heißt, viel mehr als um sozusagen das Reden über Klima oder wie auch immer man das nennen möchte, welche auch immer man Worte mal nutzen würde, denke ich, ist es wichtig, diese ganzen Fragestellungen von Umwelt, von Transformation immer auch als eine Frage von Respekt, von Zugang, von Mitsprache, von Demokratie zu verstehen. Denn Menschen sollten ein Mitspracherecht haben, wenn es darum geht, wie wir uns vor den schlimmsten aller Katastrophen schützen. Wenn sie aber nicht wissen, dass die sie auch was angehen und wenn sie die Anti-Klimapropaganda von allen Seiten inhaliert haben und das Gefühl haben, nur das ist gar nicht meins und dann am Ende überhaupt nicht auf die Idee kommen, sich vielleicht mal zu Worte zu melden, dann werden sie zwangsläufig ausgeschlossen von etwas, wo sie doch mit am Tisch sitzen sollten. Wir müssen nicht ökologisch bewusst, wir müssen nicht die größten Naturfreunde sein und wir müssen nicht die Vogelarten kennen und als wir drei waren in den Brombeersträuchern gekraxelt sein, um zu finden, dass Menschen ein Recht darauf haben sollten und mit verstehen, mit gemeint werden sollten, mit am Tisch sitzen sollten, wenn es um diese großen Veränderungen geht. Und das setzt voraus, dass wir anerkennen, es geht uns alle etwas an, was mit unserer Welt passiert, was mit unserer Natur passiert, wie wir uns darauf vorbereiten, was noch kommt. Und auf der anderen Seite, Punkt Nummer zwei, Klima ist nie nur Klima. Klima ist immer auch Respekt. Es ist Würde. Es ist Anerkennen, was für Lebensleistungen geschaffen wurden und was es braucht, damit Lebensleistungen in der Zukunft möglich werden auf einem intakten Planet. Nummer drei, ich halte gleichermaßen oder ist meine Beobachtung, dass der öffentliche Diskurs in all seinen Polarisierungen nur sehr bedingt repräsentativ dafür ist, was an vielen Familientischen schon längst passiert. Denn zumindest kann ich aus sozusagen, oder anders, ich sozusagen in meiner Familie, wir sind auch nicht alle Ökos, ne? Das ist, ne? Und ich habe auch in meiner Familie Menschen, die mir irgendwelche Schlagzeilen über mich an den Kopf werfen und ich mich fragen muss, sagen, wie ist denn das bei euch gelandet? Und ich sozusagen bin viel umgeben von Menschen, die hart an der Klimaleugnergrenze sind und die mir wahnsinnig die Kurve machen für sonst was. Und meine Erfahrung ist aber die, es gibt einen öffentlichen Diskurs, der ist polarisiert, da wird sich angerotzt, im Internet passieren schreckliche Sachen. Ich erlebe aber, wenn man genau hinguckt, in den unwahrscheinlichsten Momenten Menschen, die auf mich zukommen und erzählen, Luisa, ich habe das immer so gemacht und ich fand das immer wichtig und ich fand die Grünen immer blöd. Aber jetzt habe ich gedacht, vielleicht habe ich mich da getäuscht und jetzt mache ich es diesmal einmal anders. Und das sind die Momente, die so viel mehr erzählen, als was an ich an Argumenten produzieren kann über die Klimakrise. Wenn wir
über die Wahlen sprechen, wenn ihr wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Gesprächen jetzt seid über die Wahlen, scheint es mir, als sei eins der mächtigsten Argumente gar nicht die letzte Statistik darüber, wie es im Thüringer Wald geht oder dem Klima oder dem Welt, was auch immer, sondern manchmal ist das mächtigste Argument diese Geschichte von dem Nachbar, der auf seine Currywurst schwört, der sein Leben lang von einem Benz träumt, aber wahrscheinlich keinen Benz haben wird, der niemals auf die Idee kommen würde, zum Beispiel mal die Grünen zu wählen, und der jetzt auf einmal denkt, okay, wisst ihr was? Vielleicht doch. Und vielleicht, wenn ihr mir gerade zuhört, stellt ihr fest, ihr seid auch Teil von so einer unwahrscheinlichen Geschichte. Weil ihr es immer eine Richtung gemacht habt, aber dann vielleicht doch mal dachtet, es ist anders. Und dieser Moment, in dem man sich traut zu sagen, wisst ihr was, ich mache es jetzt mal anders. Das ist manchmal man selbst, manchmal ist es der Nachbar, manchmal ist es die Bäckerin oder wer auch immer, der ist Kumpel vom Skat. Das sind die Momente, von denen wir so wahnsinnig viel lernen können, wo wir auch in gewisser Weise sehen, was wirkliche Größe ist. Das ist nämlich, sich auch einzugestehen, dass man es jetzt mal anders macht, wo man es vielleicht mal, wo man es nie von sich gedacht hätte. Und das sind die Geschichten, die wir so dringend weitererzählen müssen. Ich denke an Geschichten, die mir jetzt zuletzt, das ist ganz viele von diesen Begegnungen hatte ich zuletzt in Erfurt beim Kirchentag, wo mir wirklich sozusagen urkonservative Menschen entgegengekommen sind beim Kirchentag und so ein bisschen zugeraunt haben. Luisa, ich fand das mit dem Klimagedöns, fand ich immer blöd. Und ich glaube dir nicht, dass du mir nicht mein Auto wegnehmen willst. Aber wisst ihr was? Dass wir das Gas von dem Putin bekommen oder dass wir diese Kohle weiterverfeuern und die Dörfer, das geht mir zu weit, das mache ich nicht mit. Und da denke ich, wow, das ist alles, was ich brauche. Niemand muss mich gut finden, um irgendwas zu machen. Niemand muss die Klimabewegung toll finden. Ich erwarte von niemandem, die Klimakleber gut zu finden, um Gottes Willen. Aber vielleicht diesen kleinen Moment zu finden, wo man sagt, wisst ihr was? Was ich meine ist, diese Momente, das wäre mein Hoffnungsvorschlag Nummer 3. Diese kleinen Momente sind überall. Und wenn ihr sie gefunden habt, und vielleicht wenn ihr Teil von diesen kleinen Momenten seid, erzählt sie weiter, weil sie inspirieren so sehr und Menschen brauchen diese kleinen Momente so sehr. Und Nummer 4, jetzt bin ich schon bei Nummer 4 angekommen und damit komme ich zum Schluss. Die Wahl wird wahnsinnig knapp in Thüringen. Und es gibt eine Sache, es ist kein Zufall, dass die Faschisten, die Rechtsradikalen, dass sie die Grünen angreifen, bis zum geht nicht mehr. Seit Jahren schon. Es ist kein Zufall, dass die Grünen und vor allem auch die Frauen und die Minderheiten von ihnen angegriffen werden, weil es sind Frauen, es sind Minderheiten und es sind Grüne, die auch für Natur und Klima stehen, wo sie sehen, dass da etwas wächst, was wahnsinnig mächtig sein kann. Und es ist kein Zufall, dass wenn man Wählerbefragungen macht, dass die AfD-Wählerinnen und die Grünen-Wähler denkbar weit auseinanderstehen in sehr, sehr vielen Perspektiven. Es ist kein Zufall, dass die AfD so sehr darauf setzt, dass die Grünen bei dieser Wahl ganz klein davon gehen. Und die AfD setzt in gewisser Weise auf unser aller Verzweiflung. Die setzen darauf, die Faschisten, die Rechtsextremen, die Höckes, die setzen darauf, dass wir uns alle jetzt ganz, ganz klein machen. Dass in Thüringen die Gespräche aufhören, weil man schon gar nichts mehr sagen will. Die hoffen darauf, dass diese Einschüchterung funktioniert. Dass man sich einmauselt und denkt, ich kann doch jetzt nichts mehr machen, dann gehe ich vielleicht doch nicht zur Wahl. Das ist deren größte Hoffnung. Und wenn es eine Sache gibt, die wir in Deutschland wirklich alle gelernt haben, die in meiner Generation gelehrt wird und die in allen anderen Generationen gelernt wird, die Hoffnung und Wünsche von Faschisten zu erfüllen, ist niemals eine gute Idee. Und gerade weil die AfD so sehr auf unsere Verzweiflung setzt, halte ich eine radikale Zuversicht in diesen harten Zeiten nicht nur für die bessere Lebensform, die man wählen kann, sondern ich halte es für strategisch notwendig, sich nicht kleinkriegen zu lassen, weil darauf hoffen sie. Die Faschisten sind schon weit gekommen und die AfD ist viel zu weit gekommen, aber sie dürfen nicht in unsere Köpfe reinkommen, in unsere Herzen reinkommen, wo wir doch wissen, da draußen laufen ganz viele Menschen rum, die ein Recht darauf haben, informiert zu werden, ein Recht darauf haben, dass ihnen zugehört wird, ein Recht darauf haben, mitzusprechen, ein Recht darauf haben, zu sehen, was passiert, ein Recht darauf haben, die guten Geschichten zu hören, die oftmals ganz, ganz kleine Geschichten sind. Diese Menschen setzen darauf, dass alle anderen, die vielleicht sowas einen Schritt gemacht haben und in so ein Webinar kommen, jetzt nicht einpacken. Und in dem Sinne denke ich, es ist hart, gerade Hoffnung zu mobilisieren und es ist hart, zuversichtlich in die Welt zu blicken. Und wenn uns alles an Quellen ausliegt, und ich glaube, das sind noch viele Quellen, aber selbst sollten diese Quellen nicht funktionieren, denke ich, am Ende des Tages ist es immer eine gute Entscheidung, sich nicht dem hinzugeben, worauf die Faschisten gerade setzen. In diesen nächsten Tagen, ich kann es nur, ich möchte mit ganzem Herzen an euch appellieren, in diesen nächsten Tagen
werden ganz viele harte Gespräche geführt werden. Und ich verspreche euch, jedes einzelne Gespräch lohnt sich. Und jedes einzelne Zuhören lohnt sich. Und jedes einzelne Nachhaken lohnt sich. Und jedes Hinhören lohnt sich. Und jedes, ich mache das jetzt nochmal, lohnt sich. Ich bin hier in Österreich, in einem kleinen Dorf. Und wenn ich hier vorhin bei meinen Panels sage, Leute, ich muss später weg, weil ich muss noch nach Thüringen, dann wussten alle, worum es geht. Thüringen ist gerade nicht nur Thüringen. Thüringen ist ein bisschen Welt gerade. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in Thüringen zeigen können, wie man zusammenkommt und wie man zusammenhält und wie man den Mut aufbringt, auch wenn der Mut gerade ganz schön teuer ist. Und wir bereit sind, diesen Preis zu zahlen, weil es um so viel mehr geht als um eine einzelne Stimme. So viel vielleicht von mir. Danke dir, Luisa. Ich will einen kleinen Vorschlag machen an euch alle da draußen. Luisa hat von diesen kleinen Geschichten, diesen kleinen Momenten geredet. Ich habe auch eine zu erzählen. Ich habe schon öfter erzählt von meinem Papa, der dann plötzlich, der nie über das Klima reden wollte, dann plötzlich Balkonsolar bei sich überall hatte und sein Elektroauto plötzlich geladen hat. Das sind diese kleinen Geschichten. Wenn ihr auch so Geschichten habt, schreibt die in Slido, schreibt die rein. Wir sammeln die mal und dann stellen wir sie vielleicht danach online und dann teilen wir sie und dann könnt ihr sie alle teilen. Und diese Geschichten sind so, so powerful und das ist schön, Luisa, dass du gesagt hast. Also schreib, wenn ihr die Geschichten habt, schreibt sie oder schreibt sie danach auch gerne per E-Mail. Wir fangen einfach mal an, sie zu sammeln und teilen sie mit euch. Vielleicht können wir da unseren Teil zu beitragen. Dann kommt jetzt Professorin Dr. Cornelia Beetsch, Direktorin des Instituts for Planetary Health Behavior, auf Deutsch klimagesundes Verhalten an der Universität Erfurt. Und kann sie selber genau sagen, woran sie forscht, aber wie der Name schon sagt, Klimagesundheit, Klimakrise. Und eines ihrer Projekte ist auch der Planetary Health Action Survey, der eben sich Wahrnehmung und Einstellung, den Wissensstand der Bevölkerung zu Thema wie Klima eben anschaut. Und sie ist auch Mitglied des Thüringer Klimabeirates. Und dieser Klimabeirat hat es am Montag einen großen Appell zur Wahl auch veröffentlicht, der auch in der Tagesschau dann war. Indem sie aufruft, den Weg oder der Appell aufruft, den Weg zu einer klimaneutralen Zukunft und konsequenten Klimaschutz zu wählen. Deswegen freuen wir uns jetzt total, was du, Cornelia, aus deiner wissenschaftlichen Sicht auf diesen ganzen Themenkomplex werfen kannst und uns damit die Diskussion noch weiter bereicherst. Du hast das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, Max. Max hat sich Folien gewünscht, die würde ich mal eben gerade kurz teilen. Sekunde. Jetzt habe ich hier so viele Fenster. So, könnt ihr das jetzt ordentlich sehen? Ja, super. So, ja. Okay, ja, also herzliche Grüße aus Thüringen. Dort arbeite ich und bin jetzt im Moment in meiner zweiten wissenschaftlichen Heimat am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg. Und was ihr hier rechts seht, ist meine Arbeitsgruppe vor so einem Plakat von Weltoffenes Thüringen. Und das ist vielleicht irgendwann nochmal was, was ich vielleicht hier gerne auch nochmal betonen will. Also es gibt so viele Leute in Thüringen, auch in den anderen Bundesländern, über die wir ja vielleicht heute auch noch reden, die sich für Demokratie einsetzen, die sich für ja, unser demokratisches Leben einsetzen. Und die möchte ich gerne hier auch nochmal würdigen und auch meinen Hut ziehen, ja, wie viele Leute dort mitmachen und sich engagieren. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass heute auch so viele zusammengekommen sind. Und in unserer Arbeit an dem Forschungsinstitut versuchen wir, Verhalten zu verstehen, um Gesundheit zu fördern und um Klima und die Umwelt zu schützen. Und ich habe euch heute mal so, auch durch unsere Vorgespräche, habe ich noch mal ein bisschen in unsere Studien geguckt und verfolge mal so zwei Thesen. Es interessiert sich eigentlich gar keiner mehr für Klimaschutz und im Osten eigentlich sowieso nicht. Und möchte dann ein bisschen überleiten, ein bisschen den Blick ein bisschen weiten und sagen, naja, es ist aber wichtig zu wissen, was beeinflusst eigentlich insgesamt die Handlungsbereitschaft. Und vielleicht fokussieren wir uns da gerade ein bisschen sehr natürlich aus Anlässen auf den Osten. Und vielleicht ist es die Frage ganz wichtig, wie können wir eigentlich Willige unterstützen? Und das Ganze, was ich euch zeige heute, kommt aus der Planetary Health Action Survey. Da schicke ich euch nachher gerne auch nochmal Links in den Chat. Wir haben dort auch einen interaktiven Explorer, wo man also ein bisschen selber rumspielen kann mit unseren Daten. Und wir befragen regelmäßig immer 1000 Leute, immer 1000 neue Leute, repräsentativ für Alter und Geschlecht und Bundesland in Deutschland und fragen die alles Mögliche zu Klima.
Und wenn wir jetzt mal die erste Frage angucken, die Leute interessiert das Thema eigentlich, haben sie das eigentlich gar nicht verstanden, würde ich sagen, na ja, ganz so ist es nicht. 74% nehmen schon wahr, dass das Klima sich auf der Erde verändert. Und interessanterweise, das hat Luisa ja auch schon mal ein bisschen angedeutet, die Älteren nehmen das viel stärker wahr. Klar, die sind ja auch schon länger auf dieser Welt. Und insgesamt werden eigentlich die wesentlichen Fakten, dass das menschengemacht ist, dass es möglicherweise sich verschlechtert, dieser Zustand von sehr, sehr vielen Leuten verteilt, geteilt. Und auch wenn wir schauen, wie oft informieren sich Menschen eigentlich über das Thema, sehen wir da jetzt nicht sehr großen Knick im Moment. Also tatsächlich würde ich sagen, das stimmt eher so bedingt, dass sich oder eher nicht, dass sich eigentlich keiner für das Thema interessiert. Aber was ist jetzt mit dem Osten? Wenn wir über Maßnahmenakzeptanz reden, und hier rechts habe ich mal Daten aus einer anderen Studie, der Ariadne-Studie, mitgebracht, da sieht man relativ gut und deutlich, dass die östlichen Bundesländer tatsächlich oft auf der ablehnenderen Seite sind, wenn es um den CO2-Preis geht oder Kohleausstieg. Wir sehen es auch in unserer Studie, sind Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern immer eher auf der niedrigeren Zustimmungsseite. Aber wenn wir uns angucken, was machen Sie denn? Wie heizen Sie? Wie fahren Sie Auto? Wie fliegen Sie? Da sehen wir eigentlich zwischen Ost und West keine großen Unterschiede. Wir haben aber in der Pandemie auch sehr viel zu Corona geforscht, und eine Sache, die da schon immer sich unterschieden hat, ist das Vertrauen in Institutionen, das Vertrauen in Medien, das Vertrauen in die Bundesregierung. Wir sehen hier, die Grünen ist Westdeutschland, Blau ist Ostdeutschland, dass sich beim Medienvertrauen und Vertrauen in die Bundesregierung tatsächlich große Unterschiede zeigen, was natürlich solche Effekte, wie wir sehen, mit der Maßnahmenakzeptanz zum Beispiel, diesen Unterschied mit erklären kann. Nicht alleine, aber auch ein Faktor sein kann, der das mit erklärt. Ich finde aber an dieser Grafik oder an den Daten was ganz besonders spannend, denn was wir hier sehen, ist, dass möglicherweise der Osten so eine Art Vorreiter ist von einer Bewegung, die sich vielleicht auch gesamtdeutsch irgendwann zeigt. Schauen wir uns das Vertrauen in die Regierung an, sehen wir, dass das niedrige Vertrauen, was hier am Anfang vor 2 Jahren ungefähr in Ostdeutschland war, da sind wir im Westen jetzt auch. Das heißt, wir sehen hier eine Bewegung, das heißt, Dinge, die im Osten passieren, heißt nicht, dass sie da bleiben, leider, sondern dass das vielleicht schon eine Vorschau ist auf Gesamtdeutschland. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass wir die Handlungsbereitschaft aller Leute verstehen. Und das versuchen wir psychologisch in diesen Studien. Und ich zeige das jetzt mal hier an diesem Beispiel. Ich weiß nicht, wenn ihr Leute kennt, die kürzlich mal in Paris waren, dann werdet ihr sicher gehört haben, dass man da jetzt fantastisch überall Stadtradeln kann. Und das ist eigentlich ein ganz nettes Beispiel, um das hier zu erklären. Wer also verstanden hat, dass zum Beispiel saubere Luft besser ist für unsere Gesundheit, ist eher bereit, gegen Klimamaßnahmen zu akzeptieren. Wer sieht, dass vielleicht auch andere die Fahrradwege benutzen, also es eine soziale Norm gibt, man nicht alleine ist mit dem, was man tut, der ist eher handlungsbereit. Wer weiß, dass sowas effektiv ist, um das Klima zu schützen, ist eher handlungsbereit. Und wer sowas ja einfach machen kann, weil wenn es Fahrradwege gibt, dann werden sie auch benutzt. Also wenn Leute den Wunsch haben, sich anders zu verhalten und es wird ihnen leicht gemacht, sie also schnell Selbstwirksamkeit erlangen können, dann sind sie auch eher handlungsbereit. Und ihr seht, dass die Soziodemografie, also ob man aus dem Osten oder aus dem Westen kommt, vielleicht nur eine ganz kleine untergeordnete Rolle spielt, eben im großen Konzert von ganz vielen anderen Faktoren. Und vielleicht haben der eine oder andere auch gehört, dass es in Paris eine völlige Veränderung der Parkgebühren gab, die Verdreifachung der Parkgebühren für SUVs. Und solche Regelungen wären vermutlich völlig undenkbar, wenn es nicht vorher eine Veränderung der Fahrradwege gegeben hätte, was vielleicht ein Umdenken der Leute mit angestoßen hat. Wir sehen in den Daten relativ deutlich, dass sehr viele Leute bereit sind, sich zu beteiligen. Das wird aber in der Regel unterschätzt. Die Bevölkerung möchte beitragen, aber sie erwartet auch von der Politik, dass ihnen es leichter gemacht wird,
sich klimafreundlich zu verhalten. Die Balkon-Solarkraftwerke wurden jetzt schon erwähnt. Wenn sowas relativ einfach möglich ist, wird es auch eher gemacht. Und dann dieser Wunsch nach Vereinfachung, der ist relativ deutlich ausgeprägt und kann dazu, wenn wir hier eine größere Veränderung sehen, dann wird klimafreundliches Verhalten auch wahrscheinlicher. Ein relativ wichtiger Punkt scheint mir noch zu sein, was passiert, wo sehe ich mich in der Zukunft? Was mir relativ viel Kopfzerbrechen bereitet, ist eine, ich komme gleich wieder hierzu zurück, ist eine Frage, die wir oft stellen. Meine Kinder werden es mal besser haben als ich, gleich gut haben wie ich oder schlechter haben als ich. Ihr könnt mal selber kurz überlegen, was denkt ihr, was sagen die meisten? Und ich muss sagen, ich war relativ erschrocken, dass das Ergebnis so aussieht, dass über die Hälfte sagt, unsere Kinder werden es mal schlechter haben als wir. Und das ist ein Blick in die Zukunft, wenn wir gesamtgesellschaftlich so in die Zukunft gucken, das ist ein Ausdruck von Angst, der, glaube ich, vieles schwieriger macht. Und wir sehen in den Daten, wenn ich die Sorgen habe, dass ich auf die Verliererseite der Gesellschaft rutsche, dann lehne ich auch Klimapolitik eher ab. Also es hat auch diese finanziellen, sozialen Aspekte, die zu beachten sind. Nicht nur, ob klimafreundliches Verhalten einfach ist und ob andere es auch machen, sondern es ist natürlich auch wichtig, wie das in eine Zukunftsvision eingebaut wird. Und ich denke, hier gibt es, wenn wir nochmal an diese Fahrradgrafik eben denken, ganz viele Möglichkeiten, das Denken, die Wahrnehmung der Menschen zu verändern, wenn jetzt politische Dinge anstehen, wie das Klimageld oder mehr Stadtgrün, auch Hitzeschutzmaßnahmen. All das sind Dinge, die so gestaltet werden können, dass sie die Aspekte, die meine Handlungsbereitschaft beeinflussen, mit beeinflussen können. Also sind Maßnahmen fair? Habe ich davon einen eigenen Nutzen? Stärkt das vielleicht mein Vertrauen? All das sind sehr große Chancen. Und einige Beispiele möchte ich euch hier zeigen. Es gibt in Weimar hat ein Kollege von unserem Institut, der Thomas Lauer, ein Solarprojekt durchgeführt. Die haben Satellitendaten genutzt und haben auf den Häusern ausgerechnet, wie viel Photovoltaik, also wie viele Module würden denn da drauf passen und haben 5.700 Häusern, also Haushalten, das zurückgemeldet. Also auf dein Paar, was kostet das, wie viel Strom kann man damit erzeugen, wann amortisiert sich das und haben noch angeboten, ein Telefonhotline. Und das hat einen unglaublichen Run gegeben. Die Leute waren wahnsinnig dankbar, dass sie so konkrete Informationen bekommen haben. Und sie waren nicht nur dankbar, sondern sie haben auch privat investiert. Dieses Projekt hat alleine an privaten 1,5 Millionen Euro private Investitionen angestoßen. Und das zeigt, dass über so eine relativ einfache Möglichkeit, auch indem man Verhalten einfach macht, Menschen ins Handeln kommen. Ein anderes Beispiel ist hier aus New York. Dort werden in Krankenhäusern Essen nicht mehr angeboten, so wie es früher war, also relativ fleischlastig, sondern es wird immer fleischlose Kost angeboten und wer mal vom Arzt aus darf, der darf sich auch ein Stück Fleisch dazu bestellen. Und das führte dazu, dass ein unglaublich hoher Anteil der Leute viel grüner gegessen hat als vorher. Also einfach, indem man wieder das erwünschte Verhalten einfach macht und einfach den Default, den Standard verändert. Ein sehr interessantes Beispiel kommt hier auch aus Amerika. Hier wird im Homeland Security Ministerium eine Klimainitiative angesiedelt, wo gesagt wird, also eine informierte Nation ist resilient und eine vorbereitete Nation ist si eine sichere Nation, also wo sehr stark auf Homeland Security abgestellt wird, wo gesagt wird, wir müssen uns vor den Risiken wappnen. Und das sind auch Naturrisiken, wo es einen nationalen Index gibt, wo jede Gemeinde gucken kann, welchen Risiken sind wir ausgesetzt, Hitze, Flut und so weiter, wo man relativ einfach Geld beantragen kann, um seine Kommune resilient zu machen, Prävention zu betreiben. Und das hat natürlich am Ende auch sehr viel mit Anpassung, aber dann auch perspektivisch mit Klimaschutz zu tun. Und gerade durch auch die Aufhängung in dem Homeland Security Ministerium ist das, glaube ich, relativ
unauffällig, dass das sehr viel mit Klimaschutz auch zu tun haben kann. Es gibt auch für jeden selbst natürlich viel, was man tun kann. Ich denke, im Moment ist das Wichtigste, wählen zu gehen. Luisa hat das schon sehr, sehr eindringlich gesagt. Wir haben, Max hat das auch schon erwähnt, vom Klimarat in Thüringen jetzt auch nochmal einen Aufruf gestartet. Teilt den gerne. Wir können auch gerne den Link nachher nochmal im Chat teilen. Hier geht es vor allem darum, dass man sich vorher, vor der Wahl nochmal klar macht, was auf dem Spiel steht und sich vielleicht anschaut, was die verschiedenen Parteien zu Klima eigentlich zu sagen haben. Denn politische Partizipation ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der Handlungsbereitschaft. Was sind jetzt also die Takeaways? Ich fasse es noch mal kurz zusammen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, auch wenn wir jetzt aufgrund der Wahl jetzt viel über Thüringen, den Osten reden, lasst uns kein Blaming und Shaming machen, denn ich glaube, dass überall sehr, sehr viele Chancen ungenutzt bleiben. Und wir haben einen großen Treiber, der Veränderung ablehnt. Das ist die Transformationsangst, Verlustangst, Abstiegsangst. Ja, und da habe ich versucht, euch noch mal zu zeigen, auch an Daten, dass vielleicht der Osten hier einfach ein Vorreiter ist in einer Bewegung, die auch ganz schnell anderswo stattfinden kann. Und ich glaube, dass wir die Chance haben, gerade in Thüringen, weil wir da besonders schwierige Bedingungen haben, die vielleicht Bernhard Stengele jetzt auch gleich nochmal ausführt, ja, so eine Art, ich will nicht sagen Labor, das hört sich immer so wie Labormäuse an, aber dass wir die Gelegenheit haben, hier gemeinsam auszudenken, was funktioniert. Denn ich denke, was in Thüringen funktioniert, könnte auch woanders funktionieren, aber umgekehrt ist es vermutlich nicht so. Und die Bürgerbeteiligung in Thüringen ist extrem wertvoll und nötig. Und daraus können wir, glaube ich, sicher für auch andere Gegenden in Deutschland was lernen. Es gibt viele Leute, die sich engagieren wollen, die das aber unterschätzen, dass sie gar nicht alleine sind. Und es ist sehr wichtig, dass die unterstützt werden. Wie finden sie Informationen? Denkt an das Solarpanel-Projekt. Ja, wie kann das jeden erreichen? Also alle Menschen, auch die Faulen, also jeden. Wie kommen die Informationen alleine vorbei? Ihr habt gesehen an dem Solarprojekt, das kann einen ganz großen Effekt haben. Wichtig und zentrale Frage ist immer für jede Kommune, für jede Verwaltung, für jede Politik, aber auch für euch am Arbeitsplatz, wie können wir klimagesundes Verhalten für alle einfacher machen? Denn so kann man die Willigen einfacher mitnehmen. Und ich glaube, und damit ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu schließen. Das war jetzt auch in der Stellungnahme zu Klimagerechtigkeit vom Ethikrat relativ zentral. Wir brauchen eine gemeinsame Idee von Zukünften. Also wo wollen wir eigentlich hin gemeinsam? Wie geht gutes und gelingendes Leben 2050, meinetwegen? Und wie bleibt dabei keiner auf der Strecke? Es geht nicht um die einzelne Maßnahme, um das einzelne bisschen, sondern welche Ideen von Leben haben wir eigentlich, und wollen sie auch proaktiv entwickeln und uns nicht von manchen einreden lassen, dass es doch früher alles viel schöner war und dass wir zu einem früher zurück sollen, das es vielleicht aber auch gar nie gab und das mit Fortschritt auch wenig zu tun hat. Deswegen möchte ich hier schließen mit den Worten von Captain Picard: The past is written, but the future is left for us to write. Und uns nochmal daran erinnern, dass es ja nicht nur eine Zukunft gibt, sondern viele Zukünfte und wir dringend eine Debatte brauchen, viele Debatten, welche Zukünfte wir uns vorstellen können, wie wir da hinkommen und was wir eigentlich gemeinsam da, wie wir das gemeinsam erreichen wollen. Herzlichen Dank. Ja, danke dir. Das war super spannend, auch ganz viele Punkte. Ich will mal direkt nachfragen, bevor ich nochmal an Bernhard auch gebe. Du sagst, wir brauchen diese Debatten und wir sagen das oft. Wir haben es bei Europe Calling, glaube ich, schon ziemlich oft gesagt. Wir brauchen diese Zukunft. Wir versuchen das ja immer, ja? Also, Luisa ist da immer wieder mitbeteiligt und auch viele andere. So, wir entwerfen immer Bilder, ja? Und du sagst jetzt auch so, wir brauchen diese Diskussion über die Zukunft. Wer ist denn in dem Fall denn wir? Und wie soll das aussehen? Also wir haben ja zum Beispiel, das ist auch eine der Top-Fragen, Bürgerrat Klima. Ja? Die haben ganz viel entwickelt. Wäre das zum Beispiel ein Ort? Also was sind denn die Orte, wo diese Zukünfte entstehen, jetzt gerade aus einer psychologischen Sicht, die dann auch wirklich einen Effekt auch haben? Weil das schreibt sich und sagt sich immer so leicht, aber so eine Zukunft zu entwickeln, die dann auch so ein Bild
hat, das dann ausstrahlt, in Deutschland zum Beispiel, das ist ja nicht einfach so in einem Webinar getan. Provoziert jetzt ein bisschen. Ja, das ist vermutlich die 100-Dollar-Frage oder 1000-Dollar-Frage. Tatsächlich, glaube ich, ist schon wichtig, dass sich alle, dass sich Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik gemeinsam damit auseinandersetzen. Bürgerrat Klima. Es gab ja einen Bürgerrat, aus dem haben wir ganz viel von diesen Maßnahmen genommen. Also das sind jetzt keine Maßnahmen, die aus der Politik kamen, sondern die haben wir tatsächlich aus dem Bürgerrat genommen, um die auch zu untersuchen, wie da die Zustimmung ist. Das sind ganz wichtige Beteiligungsprozesse, aber auch die Demonstrationen in Schulen, auch die Kinder fit zu machen für die Zukunft, ja. Also was sind denn eigentlich Zukunftskompetenzen, die wir lernen wollen? Da gibt es Zukunftsforschende, die sich da ganz umfangreich Gedanken dazu machen. Vielleicht ist das auch nochmal was Interessantes für Europe Calling, solche Leute mal hier einzuladen und es dann nochmal ein bisschen konkreter aufzugleisen. Aber stattfinden und sollte es natürlich in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft. Danke dir. Jetzt sagt, ich habe noch ganz viele Fragen an Cornelia. Cornelia, du hast und Luisa auch. Ich glaube, wir haben da noch ganz viel drüber zu reden, was du gesagt hast. Ich will aber Bernhard jetzt nochmal reinholen, weil wir so ein bisschen gesprochen haben, dass wir genau diese Geschichten, die Luisa dann auch angesprochen hat, dass wir diese Frage Bernhard letztlich auch stellen. Denn es gibt so Dinge, die in Thüringen, das hat Cornelia auch angesprochen, die richtig gut funktioniert haben, was Beteiligung angeht und viele andere Dinge. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, was, man muss ja sagen, eine rot-rot-grüne Landesregierung, ja, das ist ja nicht nur ein Ministerium, das ist ja auch eine Landesregierung, da erreicht hat beim Klima- und Umweltschutz. Ja, das ist, glaube ich, einfach auch wichtig, noch mal so als Hintergrund und gerne auch deine Kommentierung zu dem, was du gehört hast. Genau, ich versuche es mal so ein bisschen zu ordnen. Das Erste ist, nach meiner Erfahrung ist die beste Möglichkeit, Leute zu überzeugen, dass tatsächlich das Zwiegespräch oder das Gespräch in kleinen Gruppen. Warum ist das so? Man muss sich das wirklich so vorstellen, dass vor allem im ländlichen Raum das Vertrauen in Nachrichten vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder in Zeitungen oder so auf einem historischen Tiefpunkt ist. Also wenn ich sage, das haben Sie doch in der Tagesschau gesehen, dann ist die Antwort regelmäßig, wer glaubt denn heute noch der Tagesschau? Das heißt, die Informationen werden wo ganz woanders abgeholt. Und um das Beispiel von Luisa am Anfang aufzugreifen, wir haben 120.000 Hektar Totfläche, weil die Fichte da komplett abgestorben ist. Es hält sich aber hartnäckig das Gerücht, dass wir Grünen die gesunden Bäume ummachen, um dort Windkraftanlagen zu errichten. Und sobald ich im persönlichen Gespräch mit Menschen bin, kann ich das einigermaßen nachhaltig dann die Geschichte anders erzählen, weil dann bin ich da und kann das erzählen, was das für ein Blödsinn ist oder so. Aber das heißt, die News, die da unterwegs sind, die gestützt sind von ganz verschiedenen interessierten Gruppen, sind mächtig. Und das persönliche Gespräch ist die beste Methode. Die ist nur nicht mühsam, das wäre falsch ausgedrückt, aber es ist einfach viel, weil es sind einfach viele Menschen, mit denen man dann in kleinen Gruppen reden muss, um sie langsam zu überzeugen und auch auf die Gefahr hin, dass man sie hinterher wieder verliert. Die Geschichte, das ist mir ganz wichtig, weil Frau Bethschwein gesagt hat, den Osten nicht blamen. Wir müssen uns immer eines klar machen. Im Osten ist eine Weltsingularität passiert. Nämlich die Menschen haben ihr eigenes System überwunden, ohne dass es Tote dabei gab. Wir haben in Thüringen, das ist einer der Punkte, das grüne Band, das ist der ehemalige Todesstreifen. Das ist heute ein Naturschutzgebiet, ein nationales Naturmonument. Diese 70 Meter Todesstreifen über die viele hundert Kilometer zwischen West und Ost. Und es ist gleichzeitig auch ein Erinnerungsmonument, nämlich dort wurden Leute erschossen, da war die Trennung, da war der eiserne Vorhang. Und wenn man 89, 90 dachte, super, wir haben die Mauer überwunden, wir haben die Todeszone überwunden und so geht es jetzt auf der ganzen Welt weiter, wissen wir, dass das Gegenteil der Fall ist, sondern dass es wirklich möglicherweise eine Einmaligkeit war. Und deshalb feiern wir die und müssen immer wieder den Menschen, die das hier bewerkstelligt haben, die eben aus dem Osten kamen, immer wieder sagen, ihr habt das geschafft, weil sie sind da und sie haben es geschafft. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diese Geschichte nicht vergessen, wenn wir jetzt über den Osten reden, als mit AfD rauf und runter. Es ist diese Gegend, die das bewerkstelligt hat. Das ist wichtig.
Also hier das grüne Band, eine große Sache. Dann, ich zähle jetzt natürlich nicht alles auf, aber wir haben das Windkraftbeteiligungsgesetz jetzt verabschiedet. Endlich, nach vielen Jahren. Das heißt, ein Stockfehler der Politik war es, dass wir nicht dafür gesorgt haben, dass die Menschen, alle Menschen einfach an der Energiewende profitieren, sondern ich meine, mir wird es doch auch so gehen. Ich wohne irgendwo, dann kommt da so eine Windkraftanlage hin. Das ist ein Projektierer möglicherweise aus der Schweiz. Der Strom geht dann runter nach Bayern und ich habe das Ding vor der Nase. Warum soll mir das gefallen? Und daran spinnen sich dann Legenden und so weiter und so fort. Wenn ich aber sage, hey, das finanziert meinen Kindergarten, das finanziert meinen Spielplatz, das finanziert das Schwimmbad, das öffentliche oder irgendwie sowas, dann sieht das Ding ja schon besser aus. Und das haben wir jetzt endlich durch, sodass die Kommunen an der Wertschöpfung einer Windkraftanlage beteiligt sind, Bürgerenergiegenossenschaften. Das gibt es in ganz Deutschland, das gibt es hier auch. Und wenn das funktioniert, ist es großartig. Je mehr Leute an der Energiewende beteiligt sind, desto toller ist es. Wir müssen immer dafür sorgen, und da versuchen wir auch von der Regierung zu unterstützen, die sind nicht so gut kapitalisiert wie zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Bayern. Das heißt, man muss, was weiß ich, mit Bürgschaften oder so die Möglichkeiten, dass diese Bürgerenergiegenossenschaften auch finanzieren können, muss man verstärken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich jetzt komme. Ich bin davon überzeugt, dass wir aufpassen müssen, auch von der großen Politik in Berlin, dass wir den Demokratisierungsgedanken bei der Energiewende stark machen. Dass wir sagen, ihr könnt eure eigene Energie produzieren. Das gab es noch nie oder seit 150 Jahren jedenfalls nicht. Wir waren abhängig von großen Stromkonzernen, von großen Gaslieferanten und so weiter und so fort. Wir können es selber machen und wir können daran verdienen oder wir können es teilen. Energy Sharing. Unser Dorf macht sich energetisch autonom. All diese Gedanken zu befördern, bei der ganzen Energiewende, die Regionalisierung auf keinen Fall vergessen. Und da müssen wir Grüne auch ein bisschen aufpassen. Es kann einfach in der Gegend wahnsinnig sinnvoll sein, dass man aus dem Restholz, das Restholz, das sowieso anfällt, dass man Pellets macht, und die jedes Jahr anfallen. Also wir müssen da auch ein bisschen runter von so einem elitären Trip, dass das alles ganz mies ist und wir nur die Puristen sind. Nee, das ist eine gute Sache, wenn man Restholz so verwertet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, nämlich zu sagen, was könnt ihr in der Region schaffen, Biogas und dann mit Abwärme und so weiter und so fort, sodass diese Selbstwirksamkeit verstärkt wird und der Zusammenhalt in der Kommune stärker wird. Das sind alles Dinge, an denen ich arbeite. Ein weiterer wichtiger Gedanke, der ich glaube, der besonders im Osten durchaus auf Widerhall stößt, das ist Ressourcenschonung, weniger machen. Ein Gedanke, den wir insgesamt in der politischen Diskussion völlig vernachlässigen. Alles, was ich weniger mache, ist hundertprozentig gespart. Wenn ich weniger Auto fahre, ist es oft sinnvoller, wie wenn ich mir gleich ein E-Auto kaufe. Also alles diese Dinge, wo man sagt, da sagen die dann, Mensch, das haben wir früher in der DDR so gemacht, jetzt kommen Sie mit diesem Ding daher, 30 Jahre lang haben Sie es uns ausgetrieben. Aber es ist richtig. Also einfach weniger machen. Wir haben Reparaturbonus, kommt wahnsinnig gut an. Wenn man elektrische Geräte reparieren lassen will, schickt man die Rechnung ein und bis zu 100 € zahlen wir aus dem Umweltministerium zurück. Kommt wahnsinnig gut an. Die Leute wollen ihre Sachen reparieren lassen. Und das ist in unserem Sinne. Wir müssen nicht immer neue Sachen herstellen. Also Ressourcenschonung ist auch ein Thema, was ganz gut ankommt. Wir haben in Thüringen die beste Bürgerbeteiligung. Sie wird leider wenig genutzt. Wir versuchen weiter, die Hürden abzusenken. Aber wir haben wirklich eine gute Bürgerbeteiligung. Die AfD schreit immer danach. Sie will das aber natürlich gar nicht. Das heißt, auch da sind wir dabei und müssen wir die Leute noch mehr animieren, dass sie es auch wahrnehmen. Und jetzt meine kleine Geschichte, weil Luisa nach kleinen Geschichten gefragt hat, wenn es darum geht, wie teuer jetzt die Energie ist und wie billig sie früher war. Erzähle ich gerne die Geschichte von meinem Vater, der mir erzählt hat, Anfang der 80er Jahre, hat er gesagt, das ist doch abartig, dass ein Glas Orangensaft mehr kostet als ein Liter Benzin. Das Glas Orangensaft kann zweimal im Jahr nachgemacht werden. Ein Liter Benzin hat 300 Millionen Jahre gebraucht, bis er entstanden ist und verbrennt. Und dann sage ich immer, das hat mir mein Vater gesagt und der Gedanke ist richtig. Denn dieses Glas Benzin ist so teuer, wenn wir die Folgekosten, die wir jetzt schon vergesellschaften, wenn man es weltweit sieht, verheeren, aber auch bei uns Hochwasserschutz, Niedrigwasserstrategie und so weiter und so fort. Wir haben geglaubt, Energie, fossile Energie wäre billig, aber sie war schon immer teuer und wir bezahlen sie als Gesellschaft. Und da kann ich immer gut mit der kleinen Geschichte von meinem Vater, der da eine kluge, eigenständige Meinung dazu hatte, kann ich das gut erzählen. Soweit vielleicht. Ja, danke dir. Jetzt gehen wir mal in die Publikumsfragen. Und Luisa muss ein bisschen früher weg, deswegen kriegt sie die ersten und vielleicht sogar auch gleich zwei.
Einmal, genau, das ist eine schöne Frage also einfach eine Frage, aber halt auch viele, die ist ja auch die mit den meisten Likes für dich. Robert Riesinger fragt, wann wird der nächste Klimastreik stattfinden und gibt es von Fridays for Future Aktivitäten zur Durchsetzung des Klimageldes? Tolle Frage. Der nächste Klimastreik ist am 20. September wieder in ganz Deutschland und überall sonst wo. Und Klimageld ist ein Riesenthema. Wir haben eine große Kampagne mit unterstützt und auch mit angetrieben, die sich genau damit beschäftigt, dass das Klimageld kommt und wenn es nicht von der Politik kommt, dass man mal anfängt, einen Topf zu öffnen, aus dem sozusagen selbstgemachtes Klimageld rauskommt. Und ich halte auch es für wirklich ein politisches Riesenversagen, muss man wirklich so sagen. Und das liegt wirklich bei Christian Lindner, das kann man ihm wirklich zuschreiben, dass man eine so gute und wichtige und einfach vertrauensschaffende Maßnahme bisher blockiert. Genau, deswegen kämpfen wir da sehr für, gerade weil wir wissen, Klimaschutz, der nicht wirklich die Menschen mitdenkt, der nicht wirklich sozial ist, der ist niemals nachhaltig, weil er verschreckt tendenziell, er wird genutzt, um Menschen gegeneinander auszuspielen und er schafft einfach mehr Gegenwehr. Wenn ich noch einen Satz hinzufügen Bitte, kann, bitte. gerade sagen, ich habe auch noch in anderen Kommentaren so ein bisschen gelesen, ich kann das total verstehen, dass Menschen aggressiv gegen sozusagen, dass die das alles ganz blöd finden, was die Grünen machen oder Robert Habeck, der kann sich mal und so. Ich kenne das sagen, diese Rhetorik höre ich oft und ich würde sagen, habt eure Meinung, alles fein. Ich glaube, wenn wir jetzt noch mal kurz auf diese Gespräche zurückkommen, die jetzt ganz viel geführt werden, die ja auch jetzt eben bei meinen VorrednerInnen angesprochen wurden, dann glaube ich, lohnt es sich in diesen Tagen einmal so einen Double-Check zu machen. Sozusagen, man kann das ganz blöd finden mit den Klimaklebern und meinetwegen kann man irgendwen bei den Grünen auch ganz blöd finden und ganz nervig. Und auch dann würde ich mich fragen, ist das jetzt ein richtig guter Grund, um im Zweifelsfall zuzulassen, dass sonst was hier für gravierende Wahlergebnisse eintreten? Oder ist das vielleicht ein Moment, wo man auch mal probiert, im Gespräch auch darauf zu kommen, dass man sagt, ja, da sind viele Sachen wirklich nicht gut gelaufen und Menschen fühlen sich da nicht gut. Aber wir wissen eins ganz, ganz sicher. Und ich glaube, es lohnt sich, das zu benennen. Alle unsere Probleme, Probleme von Vertrauensverlust, von sozialer Absicherung, dass die Probleme, die Menschen haben mit Jobs, mit Wegzug, mit Zuzug, mit Windrädern und keinen Windrädern, mit Energie und in Stromkosten. All diese Probleme, wir wissen es ganz, ganz sicher, werden kein Milli Meter oder Milligramm, kein Prozent, keine Promille. Einfacher, besser oder weggehen, wenn massive Macht im Thüringer Landtag bei der AfD liegt. Und das sagt nicht ich sozusagen rein aus aktivistischer Überzeugung. Das sehen wir sehr, sehr gut überall dort, wo sozusagen, ne, wo man mal hinguckt, was macht die AfD eigentlich in solchen Landtagen normalerweise. Dann sehen wir, da wird nicht konstruktiv darauf hingearbeitet, dass Menschen weniger Sorgen und Probleme haben, dass die Krisen kleiner werden, sondern es wird gehetzt, es wird polemisiert. Wir sehen es im Bundestag, die Fraktion im Bundestag in Deutschland, die am allermeisten Anträge über das Gendern eingetragen hat, war ausgerechnet die AfD. Niemand anders will drüber reden, sie wollen immer darüber reden, um zu hetzen. Und das finde ich jetzt ganz wichtig, genau, zu benennen und zu betonen, wenn wir über diese Wahl reden und über die Sachen, die wir brauchen und die Sachen, die noch nicht passiert sind. Und ich bin auch wahnsinnig frustriert mit der Ampel. Und trotzdem kann ich unterscheiden, dass eine dysfunktionale Ampel immer noch besser ist als die AfD in der Macht. Danke dir. Das will ich aufgreifen und auch an Cornelia nochmal geben, weil auch jetzt das Klimageld ist auch eine der Top-Fragen und das ist auch immer was die Leute beschäftigen. Du hast ja auch viel von sozialer Akzeptanz besprochen. Dieser noch nicht gehen. Ich hole dich nochmal kurz rein gleich. Cornelia, wenn du noch hast, keine Ahnung. Also Klimageld. Die Sache ist ja, du hast ja gesagt, möglichst einfach machen. Und möglichst quasi das Gute, so ein bisschen das, wenn wir Zuckerbrotbild oder so gehen, also das Positive zuerst und dann anfangen einzuschränken. Jetzt ist es ja so, Klimageld ist ja, also einmal ist es dieser komische Auszahlungsmechanismus, das ist so, wie die allermeisten denken, ist es vorgeschoben, aber es ist ja auch ein Punkt, dass gerade das Geld für eine Auszahlung zum Beispiel schon der EEG-Umlage
steckt. Und da viele auch sagen, naja, eigentlich ist das Geld nicht da, bevor nicht der ETS2, also der Emissionshandel aus Europa kommt und dann nochmal Geld in den Pott reinfließt. So. Das wäre aber dann, wenn das, was würde das aus deiner Sicht, das ist eine lange Frage, bedeuten, von der psychologischen Sicht, kannst du das einschätzen, wenn gleichzeitig mit den höheren Preisen, die es ab 2026 geben wird, durch eine höhere CO2-Bepreisung, wenn das Klimageld dann noch überhaupt gar nicht da ist oder parallel kommt, brauchen die Leute jetzt mal das Gefühl, wie sich das anfühlt, bevor dann die Preissteigerungen kommen, die das abfedern sollen. Weißt du, was ich meine? Also diese Sequenz von politischen Maßnahmen, gerade in diesem Bereich sozialen Klimaschutz, wie siehst du da, guckst du da psychologisch drauf? Ja, also da können wir ja alle küchenpsychologisch mal überlegen und haben da vermutlich alle ein relativ starkes Gefühl dazu, dass wenn erst die Peitsche kommt und dann da kommt lange nichts, dass das möglicherweise zu viel Ärger führen kann. Also es gibt da interessante Studien auch aus der Schweiz zum Beispiel. Da wurde Klimageld ausgezahlt, weil es auch nicht so richtig einen Mechanismus gab. Da wurde das einfach abgezogen von dem Krankenkassenbeitrag, ne, oder wurde damit irgendwie verrechnet. Und das heißt, die Leute haben das niemals auf ihrem Kontoauszug gesehen. Weil wenn irgendwie mir weniger abgezogen wird, das fühlt sich irgendwie nicht so an, als wenn ich irgendwas zurückkriege. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Die Akzeptanz war sehr, sehr schlecht und dann wurde dieser Auszahlungsmechanismus geändert und dann war auch die Akzeptanz höher. Also ich glaube, da sich einmal vorher zu überlegen, nicht, was sind die Constraints nur meines Systems mit der Auszahlung und wie kann man das möglichst irgendwie unfallfrei hinbekommen, sondern auch, was kommt am Ende bei den Leuten an, dass man sich das vorher mal überlegt, das ist sehr wichtig, würde ich denken. Und von daher kann man, glaube ich, aus diesen Erfahrungen der anderen Länder schon mal was lernen. Also es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man es bekommt, ja, und dass es nicht von irgendwas abgezogen oder mit irgendwas verrechnet wird, denn das fühlt man nicht. Dass man aber an jeden Tag an der Tankstelle oder jede Woche irgendwie mehr bezahlt, das fühlt man vielleicht schon eher. Und ich glaube, dafür kann man auch in politischen Maßnahmen sollte man darauf achten, wenn man die gestaltet. Das versuchen wir ja immer wieder, auch Politik und Verwaltung dafür zu werben, dass man diese Daten, die wir aus den sozialen Verhaltenswissenschaften haben, aus der Psychologie, der Ökonomie, Kommunikationswissenschaft, dass wir die versuchen zu nutzen, um auch das Maßnahmendesign besser zu machen und dann die Kommunikation, dass das also besser erklärt wird. Wir haben zum Beispiel in unseren Studien gefunden, nur ein ganz kleiner Teil hatte jemals vom Klimageld gehört. Und auch dieser Auszahlungsmechanismus, alle kriegen am Ende einmal irgendwie das Gleiche. Das ist erstmal schwer zu verstehen, weil völlig kontraintuitiv. Aber dann, man kann das erklären und dann finden es die Leute auch gut. Dann akzeptieren sie es auch. Und das muss man sich aber vorher gut überlegen. Nicht, und ich glaube, das ist, das muss ich auch sagen, ist aus der Pandemie, da habe ich auch viel mit Politikern gesprochen, Politikerinnen, so eine Erfahrung. Es ist irre, auf welchem Detaillevel sich PolitikerInnen beraten lassen, ja? Also bis ins letzte Spike-Protein und so hoch informiert gehen die dann in eine Pressekonferenz und reden und denken dann, dann ist kommuniziert. Aber dann ist nicht fertig. Dann hat es noch keiner verstanden. Die Wissenschaftsjournalisten, die verstehen das vielleicht, aber die Bevölkerung, da muss man immer wieder bei Adam und Eva anfangen und die Sachen sehr, sehr, sehr gut erklären. Und ich glaube, es ist da auch sehr wichtig, dass wir das aus der Politik rausnehmen. Ja? Wir haben das in der Corona-Pandemie auch gesehen. Wenn immer nur die Politiker erklären, was da jetzt gerade Sache ist und das Vertrauen schwindet, dann macht das am Ende nichts Gutes mit der Maßnahmenakzeptanz. Und ich glaube, diese Lessons, die sollten dringend gelernt werden, so dass wir mehr Klimabildung haben in Schulen, aber vielleicht auch von Behörden, die doch noch mal eine andere Art Vertrauen haben. Das ist dieser Punkt, was ich vorhin sagte. Wie kommt die Information eigentlich zu den Menschen, wenn sie sich gar nicht informieren wollen? Ja, denn wenn, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie häufig informieren sie sich? Das ist nicht so wahnsinnig häufig, wie die Leute häufig denken, na, will ich jetzt mal was über Klima oder Klimageld lernen? Das ist komplex, das ist ein bisschen anstrengend, ist immer irgendwie mit Ärger verbunden. Aber wie kommt es trotzdem bei den Leuten an? Das sind Sachen, die muss man sich vorher überlegen und nicht, wenn
ein Gesetz schon in der Mache ist, dass man weiß ja, was vorbereitet wird. Ja? Also auch die Bevölkerung muss noch länger vorbereitet werden auf solche Dinge, denn das sind alles unglaublich voraussetzungsreiche Dinge, die vielleicht Politiker verstehen, weil sie sich von Wissenschaftlern detailreich informieren lassen, aber das reicht oft nicht. Da gehe ich gleich nochmal zurück. Ich will jetzt noch, super, danke, das ist super spannend. Luisa, eine Frage noch, die da kam, und letztlich ist es so eine Frage, die immer, ihr jungen Menschen, ja, okay, wir sind ja beide irgendwie noch jung, so, aber die Frage kommt, und die ist irgendwie auch wichtig, und die kommt hier in dieser Frage, kommt die von Wolfgang aus Hennef, der sagt, was sagt ihr zum TikTok-Einfluss und wie sieht die Gegenmaßnahme aus? Die allermeisten jungen Menschen, noch eine Generation vor uns, beginnt dann fast schon mit meinen Kindern, sind auf TikTok. Und das ist der Hauptkanal, wo sich viel auch Politikbildung anstellt. Und das gab es ja, also als 2019, 18, 19 die Klimastreiks begonnen haben, war das ja auch noch, war eine ganz andere Welt, auch im digitalen Rahmen. Also, was ist die Strategie von Fridays for Future und von der Klimabewegung, um im digitalen Raum gerade die jungen Menschen wieder für einen Klima- und Umweltschutz zu gewinnen, die jetzt gerade bei der AfD sind? Ja, es ist ultra gefährlich, was auf TikTok passiert. Dazu muss man sagen, ich glaube, bei TikTok sehen wir, dass das Beste und das Schlimmste aus diesen Plattformen rauskommen kann. Ich will das gar nicht einseitig verurteilen, weil auf TikTok ist auch unglaubliche Mobilisierung möglich gewesen. Du hast vorhin ja über die USA gesprochen. Das Mobilisieren gegen Donald Trump war in den USA ganz massiv auf TikTok bestimmt. Von jungen Leuten für junge Leute. Das heißt, es ist nicht so, als wäre es nicht möglich, da auch gute Sachen zu machen. Aber in Deutschland dominiert seit Jahren die AfD auf TikTok. 7 von den 10 größten Politiker-Accounts auf TikTok sind AfDler. Und durchschnittlich scrollt ein User 90 Minuten am Tag auf TikTok. Und es gibt 30 Millionen davon in Deutschland. Nicht nur junge Leute, aber viele, viele junge Leute. Wir haben eine Kampagne gestartet, die heißt Reclaim TikTok, wo wir vor allem sozusagen junge Menschen, aber auch alle Menschen inspirieren, auf TikTok ganz aktiv für Demokratie einzustehen. Und wir merken auch, dass das funktioniert. Wir merken, dass Menschen sich auch dann vor allem trauen, auch was zu sagen, wenn sie sehen, sie sind nicht allein. Das wurde ja vorhin auch so ein bisschen von Bernhard so in den Raum gestellt. Menschen müssen dann sehen, da ist noch jemand anders und auf einmal denkt man, oh toll. Ich habe dann auch auf TikTok angefangen, Sachen zu posten und ich muss sagen, ich bin nicht der größte Fan von den Plattformen, aber ich mache, weil es sich gehört und wir müssen da auch die Demokratie und das Klima verteidigen. Und als ich da angefangen habe, Sachen zu posten, haben ganz, ganz viele Leute gesagt, oh Gott, endlich gibt es hier mehr Klimasachen. Ich habe schon drauf gewartet und ist man hier untergegangen und man hat richtig gemerkt, es hat was berührt. Es gibt aber eine Sache, die wir gestartet haben, jetzt ganz konkret für die Landtagswahlen, unter anderem in Thüringen, von ganz vielen von unseren Leuten, die auch diese Reclaim-TikTok-Kampagne machen, wo es um Demokratie und Klima auf TikTok geht. Diese Kampagne jetzt zu den Landtagswahlen heißt Taktisch Wählen. Und das ist eine Plattform, die wir und also sozusagen viele Aktivistinnen, gar nicht nur Klimaaktivistinnen, ins Leben gerufen haben, weil wir festgestellt haben, wir müssen pragmatischer sein. Wir können nicht mehr sozusagen hoffen, dass manche Menschen das dann irgendwie das Gefühl haben, ja, jetzt könnte ich irgendwie das wählen, aber ich weiß dann auch nicht, wann man stand. Wir haben auch erlebt, viele Menschen haben sich bei dieser Landtagswahl ja wirklich gefragt oder fragen sich ganz aktuell, sozusagen, wie kann ich eigentlich den größten Schaden verhindern? Darum geht es ja vor allem dramatischerweise gerade so sehr, Schaden zu verhindern. Und diese Seite Taktisch Wählen zeigt, und da ist der Link schon im Chat, geht gerne nach dem Webinar mal drauf. Kann man einfach die Postleitzahl von sich eingeben und einem wird gezeigt, was der aussichtsreichste demokratische Kandidat in dem eigenen Wahlkreis ist, der halt nicht antidemokratisch ist, um größten Schaden zu verhindern. Und eine ganz andere, also sagen, und was mit dieser Taktisch Wählen-Kampagne daherkommt, und wir sehen gerade, dass die total Füße bekommt, ist super schön zu sehen, wie viele Leute das schon benutzen. Da sind Zehntausende schon jetzt auf dieser Plattform gewesen. Und was wir sehen, ist auch, dass das ein Vehikel ist, wie gerade junge Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. Weil wir sehen bei diesen Landtagswahlen auch, junge Menschen drohen ganz massivst rechts zu wählen oder gar nicht zu wählen. Und das heißt, gerade weil wir wissen, unter jungen Leuten gibt es ganz, ganz große Einflussnahme, lohnt sich das mit dieser Website in der Hand zu sagen, ey, weißt du was, guck mal, man könnte doch hier was machen. Und ich glaube, darauf kommt jetzt wirklich an, bei dieser Wahl zu nutzen, was wir haben. Es gibt tolle Plattformen, es gibt den Klimacheck, der ja schon erwähnt wurde vom Klimabeirat, der ist wahnsinnig wichtig für die Menschen, die wirklich denken, ich möchte was, das Klima das Richtige machen. Es gibt bei Taktisch Wählen sozusagen
der ganz einfache Schritt bei dieser Wahl, den größten Schaden für Thüringen und für die Menschen überhaupt zu verhindern. Und es gibt vor allem, das kann ich ja auch noch sagen, in diesem Call so ein bisschen raus, und das machen eben auch wahnsinnig viele Aktivisten gerade, gar nicht nur Klimaaktivisten, sondern auch viele andere Aktivisten gerade. Es gibt so viele Möglichkeiten, was zu machen, und ich glaube, ja, es lohnt sich immer und immer wieder, sich in den Hinterkopf zu rufen, den größten Einfluss auf die Menschen haben Menschen aus dem eigenen Umfeld. Und wir alle haben Umfelder. Und das heißt, es ist demokratisch gerade so sehr gefragt, ins Gespräch zu gehen. Von niemandem wird erwartet, die Grüne Revolution auszurufen bei dieser Wahl. Und niemand muss jetzt Robert Habeck einen Heiratsantrag machen, weil man bei dieser Wahl, trauriges Gesicht von Bernhard, weil man bei dieser Wahl was machen muss. Ich mache das normalerweise nie. Ich habe das noch bei keiner Wahl gemacht, aber in dieser Wahl in Thüringen würde ich wirklich sagen, mit der Zweitstimme Grün zu wählen, das sage ich komplett biased an der Stelle, ist in meinen Augen das genau Richtige zu tun. Es wird wahnsinnig knapp. Jede Stimme wird gebraucht werden. Und ich möchte das hier ganz nachdrücklich lassen. Wohl bemerkt, habe ich noch nie gemacht. Normalerweise sehen wir, in Sachen Klima gibt es ganz viele Parteien, die man wählen kann. Normalerweise bei vielen Wahlen. Das hier sind außergewöhnliche Wahlen, die jetzt anstehen. Wir sehen, dass es demokratisch eng wird. Wir sehen, dass das Klima droht, aus dem Landtag rausgewählt zu werden mit den Grünen. Und das kann aber jetzt noch verhindert werden. Das ist die positive, die hoffnungsvolle, die radikal zuversichtliche Botschaft an dieser Stelle. Und vielleicht auch von mir aus damit mein kleines letztes Wort. Und genau, aber ansonsten für die Erststimme gibt es diese taktisch wählen Seite, die ich wirklich allen hier ans Herz legen kann. Vielen Dank, Luisa. Danke und schöne Grüße nach Tirol. Vielleicht haben die ja bald mal ihr erstes Windrad. Mir auch schon Ja, aufgefallen. wir arbeiten dran. Ja, danke dir. So, jetzt gehen wir haben jetzt noch eine gute Viertelstunde Zeit. Jetzt nehme ich hier die Topfrage von Pelzer an Bernhard. Lieber Kollege Stengele, habe am letzten Wochenende die Weimaraner Grünen im Wahlkampf unterstützt. Dabei haben mehrere Passanten gesagt, dass sie eigentlich Grüne wählen würden. Sie würden aber am kommenden Sonntag SPD wählen, weil sie sich dann sicherer wären, dass ihre Stimme nicht verloren wäre. Also vielleicht die Möglichkeit für dich dazu, darauf zu reagieren. Ja, ist ja keine Frage. Eine verpasste Chance, oder ich hoffe, man hat sie nicht verpasst. Ich sage Folgendes zu genau dieser Fragestellung, weil die Frage wird gestellt, wenn ihr unter 5 bleibt, dann ist ja meine Stimme verloren. Luisa hat es gerade gesagt, ich sage das nochmal, hoffentlich ist das nicht redundant. Es ist so, wenn mehr Parteien in diesem Parlament sind, wird verhindert, dass die AfD auch mit 26% zum Beispiel eine Sperrminorität hat, was verhindern wird, dass wir in den nächsten 4 Jahren Richter wählen, wir werden keine Landtagspräsidenten bestimmen können und so weiter und so fort. Das heißt, diese ein Drittel Sperrminorität kann man auch schon mit 25% der Stimmen haben, wenn wenig Parteien im Parlament sind. Das heißt, wenn wir drin sind als Grüne, ist diese Sperrminorität viel, viel unwahrscheinlicher. Das ist ein Funktionsargument. Ich möchte am liebsten, dass man uns wegen unserer guten Klima-, Naturschutz- und Energiepolitik wählt. Aber es ist ein wichtiges Argument. Und wenn mir das jemand dann sagt, dann ist meine Stimme verloren, dann sage ich, du hast eine Chance, deine Stimme zu verdreifachen. Nämlich aus deiner Sorge, dass deine Stimme verloren ist, findest du noch 2 Leute, die grün wählen, und dann sind es 3 Stimmen und dann sind wir drin. Danke dir. Und ich schließe da jetzt gerade noch an von Hanna Kelsbach. Die fragt dich ganz direkt: Was macht das mit dir, wenn Sie merken, dass sich die Menschen scheinbar überhaupt nicht mehr für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit interessieren? Wie reagieren Sie darauf? Wie denken Sie, kann man die Menschen wieder ins Boot holen? Hast du schon vieles zu gesagt, aber weil das so viele Likes bekommen hat, vielleicht nochmal, willst du da nochmal was zu sagen? Ja, gerne. Luisa hat es vorhin ein bisschen angesprochen. Erstens, also es ist wirklich, in den öffentlichen Diskussionen hat es mich rasend gemacht. Ich finde es fast unverantwortlich, dass man ein so unglaublich wichtiges Thema öffentlich nicht mehr bespricht. In persönlichen Gesprächen ist es so, wie Luisa gesagt hat, dann sagen die Leute Klimaschutz, ihr könnt mich gerne haben, ich will die Welt nicht retten. Und dann fängt man an, das runterzubrechen auf ein ganz konkretes Thema. Und dann macht man Klimaschutz, ohne dass es auffällt. Und das ist wirklich ein Widerspruch. Und Frau Beetsch hat ihn einigermaßen formuliert, wenn ich alles richtig verstanden habe. Nämlich, es ist ein viel größeres Interesse da, als die Leute bewusst ist, dass es da ist. Und wenn man sie da packt, sozusagen, dann können wir darüber sprechen. Immer wieder, ich sage es immer wieder, diese kleinen, wie nennt man das heute, Nudges oder irgendwie sowas, also diese kleinen Einstiege in ein Gespräch, das dann sagt, was hast du davon, was machst du? Und dann kommen sie wirklich an und sagen, ja, das mache ich ja schon.
Und dann kommst du so, also man kann mit den, es ist halt diese Sisyphus-Arbeit wirklich in kleinen Gruppen und in einzelnen Gesprächen. Und dann kommt man an die Leute ran und dann löst sich auch diese saumäßige Wut, die die auf uns haben. Ich will es an der Stelle einmal sagen, dass es alle gehört haben. Ich bin ja das, was man heute einen alten weißen Mann nennt. Ich bin einigermaßen geschützt. Aber es gibt so viele Kolleginnen, Freundinnen in ländlichen Gebieten, da ist es eine absolute Mutfrage. Und es erfordert Heldentum, sich zu der Partei zu bekennen. Das muss man klar sagen. Ich erwarte nicht, dass sich jemand bekennt. Wirklich, Menschen mögen in Frieden leben. Aber es ist wirklich ganz, ganz schwer. Es ist im Grunde, sind wir ein bisschen, also wir werden für alles verantwortlich gemacht. Und es ist so schwer für Leute, die sich für die Energiewende und so weiter und so fort engagieren, sich dazu zu bekennen. Die haben meine größte Hochachtung und brauchen unser aller Unterstützung. Mein Hut ziehe ich da davor. Danke dir. Jetzt will ich, genau, Cornelia, gerne dazu, sag mal, und dann gebe ich dir auch noch eine Frage mit, aber gerne dazu. Ja, ich wollte, glaube ich, einfach nochmal, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon ganz häufig über die Rolle der Medien gesprochen habt bei Europe Calling, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also die Medien sagt man ja noch nicht, aber es gibt ja nun schon auch sehr viele Befunde auch zu Agenda-Setting, ja. Also was bringen Medien eigentlich aufs Tableau? Und also wenn jetzt Herr Stengel davon berichtet, in Thüringen kam das Thema Klima gar nicht mehr vor, dann ist es auch, das ist ja auch ein Effekt von, wie Medien heute funktionieren, ja. Also was wollen Leute lesen? Was bekommt Klicks? Welche Konflikte bekommen Klicks? Welche Themen? Ja, AfD wird nur zu Migration befragt, aber nie zu Klima. Na, weil das natürlich irgendwie dann auch Klicks generiert. Also ich glaube, das sind nochmal Punkte, wo man auch, glaube ich, nochmal sehr kritisch gucken kann. Und wir finden auch, dass ja total unterschätzt wird, wie viele Leute eigentlich bereit sind zu handeln. Ja, wenn wir fragen die Leute, was glaubst du denn, wie viele Leute finden Klimaschutz gut? Und dann fragen wir, wie gut findest du Klimaschutz? Und wenn wir dann die Zahlen vergleichen, sehen wir, dass es eine unglaubliche Unterschätzung gibt. Und sowas kommt natürlich auch daher, wie darüber berichtet wird. Ja? Also wenn in München eine Straße mal hergerichtet wird als so eine grüne Spielstraße, dann steht in der Überschrift, es gibt Krieg. Ja, weil eine Person sich über den Sand geärgert hat, weil da jetzt irgendwie Rollrasen liegt und die Kinder da spielen. Aber der ganze Artikel handelt eigentlich davon, wie toll die Leute das finden und welche Lebensqualität sie da haben. Und eine Person fand es halt doof. Und ne, das sind auch solche Punkte, wo man, glaube ich, sich nochmal klar machen muss, welche Rolle da auch unser Medienkonsumverhalten spielt, aber natürlich auch die Mechanismen, nach denen Medien heute funktionieren. Danke dir. Ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, auch aus deiner Präsentation und was wir auch öfter schon mal bei Europe Calling oder was auch in den Fragen hochkam, dieses Vertrauen in Institutionen, in Regierungen. Und ich weiß nicht, wo quasi die Unterschiede zwischen Ost und Westen auch so anfingen oder ob die immer schon da waren, aber ich glaube, der Graf war ja irgendwie 22, der Beginn über die letzten 2 Jahre, oder? Und ich meine, wir sind aus einer Pandemie, der ersten Pandemie irgendwie in der Nachkriegszeit gekommen in einen Krieg mit Russland mit extremen Konsequenzen. Es gab nie die Möglichkeit, genau diese Fragen, wie funktioniert Politikberatung, wie kommuniziert man so, dass es bei den Menschen ankommt, die Lehren, die wir eigentlich hätten aus der Pandemie ziehen müssen, überhaupt, also jetzt ist es mein Gefühl und es ist ja durchaus auch, glaube ich, von vielen gespiegelt. Also wir sind von einer Krise in die andere gegangen. Und wenn du guckst auf das Vertrauen, inwieweit ist dieser Vertrauensverlust, der ja weitergeht, auch ein Effekt aus Pandemiezeiten und was bräuchte es jetzt wirklich, um diese Kurven wieder nach oben zu bekommen? Weil die sind da so und die gehen irgendwie zusammen, gehen die nach unten. Ja, aber was braucht es da und was hat die Pandemie damit zu tun? Ich finde das so. Also ich war mit 2 kleinen Kindern in der Pandemie, es war fürchterlich, ja. Und das hat mit vielen, vielen Menschen ganz viel gemacht. Und gerade in Ostdeutschland auch nochmal zusätzlich zu dieser ganzen Transformationserfahrung, die halt in der Wendezeit auch für viele Menschen extrem traumatisch war. Also vielleicht da nochmal, ich weiß, das ist ein Riesenthema, ja, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Es ist ein Riesenthema. Ich zeige euch jetzt hier mal unseren Cosmo Explorer. Wir haben ja auch in der Pandemie, weil du nach Rückdaten nach hinten fragst, Vertrauen erhoben in die Bundesregierung.
Ganz häufig haben wir es erhoben, hier ist Ostdeutschland rot und man sieht, die sind, das Vertrauen ist immer niedriger. Und da gibt es nicht so den einen Moment, wo es jetzt im Osten geknallt hat, aber im Westen nicht. Es hat immer irgendwie gleichzeitig geknallt. Ja? Also das Vertrauen ist insgesamt runtergegangen und ich denke, man kann schon sagen, dass sich das dadurch, dass sich das schwer erholt hat. Ja? Mit der neuen Regierung ging es mal kurz hoch und dann ging es wieder runter. Ich glaube, also wenn man durch Erfurt fährt, sieht man quasi auf den ganz großen Flächen immer, die SPD will keine Corona-Aufarbeitung, die Grünen nicht, die FDP. Also auf den demokratischen Parteien steht das riesig drauf geschmiert über den großen Plakaten. Ich glaube, dass schon, sage ich mal, das in die Hände spielt der AfD, dass es da nicht so einen großen, wirklich so einen Lessons Learned Prozess, sage ich mal, einen offiziellen gibt. Ich halte das auch insgesamt für schwierig, weil es die nächste Pandemie kommt bestimmt und vielleicht sind die, die es erlebt haben, dann nicht mehr da. Aber es wäre schön, wir hätten irgendwas daraus gelernt, weil es war schmerzhaft genug für alle. Ich denke, das spielt schon noch eine Rolle, ja. Also, dass wir die Gesellschaft sehr erschöpft ist, aus dieser Krise der Corona-Krise gar nicht sich richtig erholt hat, denn dann kam gleich der Krieg, ja, es wurde gleich wieder alles unsicher, dann gab es ja die Gaskrise, man wusste nicht, werde ich jetzt hier arm am Gas, kann ich mir das alles noch leisten, jetzt nachdem irgendwie die ganze Corona-Sache hinter uns lag. Also ja, ich denke, das spielt eine Rolle. Das Problem ist natürlich, dass die Regierung da jetzt auch nicht für alles was kann, ne? Letztendlich. Aber trotzdem spielt es sicherlich eine Rolle, dass wie darüber geredet wird, wie darüber gestritten wird in der Öffentlichkeit. Jeder hat unglaubliche Kosten gehabt in der Pandemie. Damit meine ich nicht finanziell, ja, sondern psychische. Jeder hat Verletzungen erlitten und das nochmal kollektiv zu bearbeiten, auch die Toten zu betrauern, ehrlich gesagt. Wir vergessen, dass unglaublich viele Leute gestorben sind. Und das kollektiv zu verarbeiten, ich glaube, da sind wir noch nicht so besonders weit fortgeschritten. Ja. Ob das das Vertrauen am Ende wiederherstellt, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, das wäre zumindest ein wichtiger Baustein auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich würde, wenn ich darf, hört Bitte, man mich? ja. Würde ich gleich darauf antworten. Ich bin wirklich glücklich, dass Sie das sagen. Das ist meine zutiefst empfundene Meinung auch. Wir machen uns blöde, wenn wir das nicht ordentlich aufarbeiten. Aus den Gründen, die Sie genannt haben, also aus den ersten Gründen, die Sie genannt haben, nämlich, dass wir das brauchen, falls es wieder zu einer kommt. Aber ehrlich gesagt, wir haben so viele Leute verloren und ich weiß nicht mehr genau, wann es war und warum es war. Leute, mit denen ich gut klarkam. Und so weiter und so fort. Was ist da passiert? Deshalb ist für mich sowohl die wissenschaftliche Aufarbeitung als auch eine Aufarbeitung mit einem Bürgerrat, den wir auch hatten. Und dass wir auch Leute, es gab ganz vernünftige Leute, die nie für die Impfung waren, die aber sonst vernünftig. Also wir müssen diesen Prozess wirklich anzustrengen und auch mutig zu sein als Politik, zu sagen, dem setzen wir uns aus, halte ich für unbedingt wünschenswert und da komme ich direkt nach der Sendung auf Sie zu, weil ich will das unbedingt. Ich glaube, wir kommen sonst nicht weiter. Das bleibt irgendwie tief innen sitzen, dieses Misstrauen, dass der Staat irgendwas gemacht hat und nicht bereit ist, darüber nachzudenken, ob er richtig gehandelt hat. Ich finde, wir haben nichts zu verbergen und ich finde, es kostet auch niemanden zu viel, darf niemanden zu viel kosten, zu sagen, und ab der Stelle haben wir einen Fehler gemacht und das hätten wir nicht gemusst. Das versteht doch jeder Mensch, weil es ja die erste Pandemie war. Aber wir müssen uns dem stellen, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin sehr glücklich, dass Sie das gesagt haben. Dazu kann ich aber gleich sagen, ein Bürgerrat alleine wird es nicht tun. Also da wird auch schon die Politik sich nochmal streiten müssen und sich auch nackig machen müssen miteinander, weil am Ende ist das, klar ist das wichtig, was Bürger dazu zu sagen haben. Aber ich glaube, es haben auch sehr viele in Verwaltung und Politik ganz viele Dinge gelernt, die gut oder schlecht waren. Und die nochmal ehrlich anzugucken, ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, denn wir müssen es ja von verschiedenen Seiten angucken. Das Problem ist, war ein sehr komplexe Situation. Und jetzt, ich sag mal, nur die Bürgerperspektive anzuschauen, wird auch in der öffentlichen Wahrnehmung und Verarbeitung vermutlich nicht ausreichen. Und ich glaube, da wird auch nicht ausreichend viel gelernt. Aber es ist sicherlich auch ein wichtiger Baustein. Kein Widerspruch. Ja. Sehe ich auch so. Wir bräuchten mal ein Jahr einfach Ruhe. Ein bisschen so, ich glaube, das fühlen wir irgendwie Da alle. bin ich dabei.
Ich möchte jetzt gerne noch zwei Wortmeldungen einfach dran nehmen, weil wir noch 5 Minuten haben und ich glaube, das kann nochmal spannend werden. Ich probiere es einfach mal. Ich schalte euch frei und dann müsst ihr euer Mikro auch nochmal anmachen. Ich nehme hier mal die zwei Frauen aus der Liste, weil wir viele Männerfragen auch hatten. Anna-Maria Böck. Anna-Maria, kannst du sprechen? Dann schalte ich jetzt gerne, entstumme dich gerne und leg los. Ich lasse mal dein Mikro einfach an und versuche es dann bei Katharina Malberg. Katharina, kannst du dich entstummen? Ja, Katharina entstummt sich. Deine Frage bitte. Ich habe eigentlich keine Frage. Ich habe aus Versehen die Hand gehoben. Okay. Willst du trotzdem was sagen? Ja, ich sage gerne was. Ich bin aus Thüringen, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ich habe auch schon noch zwei andere Sachen da im Text geschrieben gehabt. Ich finde das total gut, was die Frau Professor Beetsch sagt, was die ganzen psychischen Folgen für die letzte Zeit für die Leute hatte. Und ich weiß nicht, ob das nur politisch aufgearbeitet werden kann. Das ist vielleicht noch eine viel größere Dimension, also die da zu bearbeiten ist. Genau. Danke dir. Danke Ich für deine finde Frage. es aber zum Beispiel sehr schön, auch die Initiative von Mehr Demokratie, von dem Verein, die da jetzt zum Beispiel sprechen und zuhören, so eine Leute versuchen auszubilden, um dann in die Bevölkerung wieder, also direkt zu gehen, um wieder eine Verbundenheit herzustellen. Das ist, glaube ich, das, was so fehlt, ne? Also Schön. deshalb rennt hier da so da draußen rum und schreit. Ja, das fühlen wir alle. So ganz einfach formuliert. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Dann nehme ich jetzt nochmal hier Renate Haslinger dran. Renate, kannst du dich entstummen? Nein. Dann nehme ich jetzt hier nochmal Christian Gruber dran. Christian, du dich entstummen? Nein. Dann probiere ich es nochmal. Ich gebe nicht auf. Eine Frage kriegen wir noch hin. Helge Erhardt. Helge, du dich entstummen? Nein. Doch, hoffe ich jedenfalls. Ja, Helge, bitte. Deine kurze Frage. Oh, kurze Frage ist eine Herausforderung, aber ich Wäre gebe mir aber Mühe. gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen gerne kurz. Okay, ich gebe mir Mühe. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die sich schon sehr, sehr lange Gedanken drüber machen, wie das im Klimaschutz mit unserem Land geht. Bin auch aktiv bei Scientists for Future. Was ich mal als Anregung geben möchte, ja, ich finde, dass es sowohl die Grünen als auch die Klimaschützer bisher den Rechten viel zu einfach gemacht haben, mit ihrer wirklich dummen und falschen Propaganda durchzukommen. So die Grünen, das sind besser verdienende Müslifresser, die dem Rest der Menschheit ihren Lebensstil aufzwingen wollen. Das ist katastrophal falsch. Gerade die Grünen machen auch eine sehr gute Sozialpolitik. Das habe ich oft genug schon mitgekriegt. Aber es hat null Reichweite, es wird nicht zur Kenntnis genommen. Und das haben wir jetzt wieder. Jetzt sind die Medien bis unters, man hört fast nur noch Soling und es wird nur noch über Messer gesprochen. Aber vor einem guten Monat hat meiner Meinung nach sogar das führende Institut in Europa, das ist das Fraunhofer ISE, eine Studie über die Stromgestehungskosten rausgebracht, wo man ganz eindeutig sehen kann, dass der Strom bei den erneuerbaren Energien erheblich günstiger ist als der in den fossilen. Und selbst ein Bild-Zeitungsleser müsste es auf die Reihe kriegen, dass kleines Türmchen kleine Kosten besser ist als großes Türmchen große Kosten. Und dass man den Leuten, die ganze Zeit einreden, so im Prinzip, ja, die Grünen, das sind irgendwelche Ökospinner, die machen den Strom teuer mit ihrem komischen Windzeugs und so weiter, dass man da sagt, nee, Leute, wollt ihr günstigen Strom? Ja. Sagt kein Mensch nein. Sagt jeder ja. Dann sagt er, okay, Leute, hier, das ist PV und das ist Wind. Und wenn wir das bauen, dann wird es für alle günstiger. Und wenn wir das mit den Bürgerbeteiligungen und Kommunen und so weiter auf die Reihe kriegen, gut, jetzt ein paar Tage vor der Wahl ist ein bisschen knapp, so ein halbes Jahr vorher, dass man da ein paar Erfolge gehabt hätte, wäre besser gewesen. Ja, ganz, ganz kurz. Helge, danke. Ja. Ich habe ja gesagt, kurz reden Gut. Nee, hast du ist gut nicht in gemacht. meiner Hast du das? DNA. Das Gen habe ich Ich einfach nicht. glaube, damit kann Bernhard viel anfangen. Ich danke dir, Helge. So, Ja. Bernhard. Okay. Ich mache es ganz kurz. Helge, was du da zitierst, das ist wohl richtig.
Es entspricht aber nicht der Erlebniswelt der Menschen im Moment. Die haben einfach seit 2 Jahren sehr teure Energiepreise erlebt. Und das ist genau dieser Gap, den wir oft haben. Wir haben nicht die Gestehungskosten beim Strom zu betrachten, sondern das, was die Leute bezahlen an Strom. Da kommen Netzentgelte drauf, dann war der Strom teuer zwischendurch, wegen des brutalen Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine. Und viele haben noch nicht gemerkt, dass sie jetzt besser ihren Stromanbieter wieder wechseln würden. Das heißt, wir versprechen günstigen Strom, aber wir haben ihn bisher nicht geliefert. Und die Leute bringen das nicht zusammen. Und man kann das, wenn man sich da eindenkt, auch verstehen. Das heißt, seit wie heißt es, seit die Ampel in Berlin regiert, ist es für alle anstrengender geworden mit der Energie. Und das ist eine Wahrheit. Dass das andere Ursachen hat und dass jetzt zum Beispiel der Strom billiger ist, als er vorher war und so weiter und so fort, das ist auch bei den Leuten noch nicht angekommen. Und das ist ganz oft so, dass die gefühlten und die wirklich konkreten Lebensumstände dem widersprechen, was wir behaupten. Da haben wir ein Problem, das wir kommunikativ noch nicht auflösen können, denn die Gestehungskosten bei den Erneuerbaren sind günstig. Für die meisten Menschen ist im Moment der Strom teuer und zwar teurer, als er vorher war. Und dann sagen sie, das ist doch eine Verarsche. Hätten wir doch das mit dem russischen Gas anders gemacht, dann hätten wir heute keine so großen Probleme. Das ist das, mit dem ich konfrontiert bin. Das müssen wir kommunikativ auflösen. Ist nicht einfach. Das kann ich nur spiegeln, weil hier im Europawahlkampf zum Beispiel, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, also hier in Düsseldorf zum Beispiel, auch immer wieder das Thema Energiepreise, dann sagt man, ja, aber schau doch, die Preise für die Neukunden sind niedriger, als die Ampel überhaupt an die Regierung gekommen ist. Warum wechselst du nicht den Stromanbietern, so wie wechseln Stromanbieter? Ja, also ich glaube, da hat 15, 20 Gespräche geführt, wo es wirklich einfach ist. Also auch ein Appell an hier alle, die hohe Strompreise, so. Es ist aber das Spannende ist ja, und damit gebe ich an Cornelia und dann müssen wir abschließen. Das Spannende jetzt mal zum Beispiel Strompreise, mal ganz konkret. Stromanbieterwechsel ist super einfach. Man geht einfach zum neuen Stromanbieter, gibt seine Postleitzahl ein, man muss da nichts einreichen. Das ist alles, also wenn man seine Stromrechnung vom letzten Mal hat, von seinem aktuellen Anbieter, kann man innerhalb von 5 Minuten, 3 Minuten seinen Stromanbieter wechseln. Ja, das ist einfach. Aber Cornelia, noch einfacher? Ja, da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, wenn du den grünen Anbieter sozusagen auf der Webseite schon so vorausgewählt hast, sozusagen, ne? Also was steht oben? Ich sag mal, bei so Portalen vielleicht, wie bei so Vergleichsportalen oder sowas, was steht oben? Das sind am Ende so einfache Mechanismen, auf die wir so trainiert sind, zum Beispiel auch durch Googlen oder ne, so, dass das relativ gut funktioniert. Warum die Leute dann, wenn sie sich über die Rechnung ärgern, nicht dann einen neuen Stromanbieter suchen, darauf habe ich leider keine Antwort. Manche Dinge sind auch, also Menschen verhalten sich ja nicht immer rational. Es ist so, manchmal ist es so. Ich glaube, da muss man sich von verabschieden. Vielleicht, das war jetzt nicht das Na, Beste. wir sind einfach sehr träge. Ich glaube, das ist leider der Grund für sehr viel von dem, worüber wir heute geredet haben. Wir sind faule Wesen und es braucht oft viel, um uns in Bewegung zu setzen. Und das ist auch nochmal fürs Wählen wichtig. Also nehmt viele Leute mit zum Wählen. Genau. Und zum Wählen, so will ich dann jetzt noch abschließen. Also erstmal vielen Dank an euch. Die vielen, vielen Menschen sind immer noch 600 Leute im Raum, trotz nach 1,5 Stunden. Gut, draußen ist es jetzt mittlerweile auch dunkel. Vielen, vielen Dank. Wir haben heute, finde ich, sehr viel gelernt. Wir haben viel politisch gesprochen. Wir haben gehört, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Campact und auch Luisa, aber auch ich empfehlen für Thüringen Bündnis 90 die Grünen zu wählen mit der Zweitstimme. Für die Erststimme ist es ja immer, wer hat die besten Chancen in einem Wahlkreis? Da gibt es das Tool, das Luisa auch erwähnt hat. Das habe ich poste ich jetzt auch noch mal rein und schicke euch das noch mal rum. Und das Allerwichtigste ist einfach Menschen, die hier in dieses Webinar kommen und denen Klima- und Umweltschutz wichtig ist, regt auch andere Leute, ladet andere Leute an, zur Wahl zu gehen. Und das ist, glaube ich, das Allerentscheidendste. Wir wissen immer, dass gerade die Rechten super sind, ihre Leute zu mobilisieren. Was die richtig gut können, ist, ihre Leute zur Wahl zu bekommen. Und alle Menschen, die progressiver denken, die für sich für Umwelt und Klima einsetzen, dieser Teil der Gesellschaft ist noch ein Stückchen träger, zur Wahl zu bekommen. Und davon hängt sehr, sehr viel ab. Also geht bitte, wenn ihr in Thüringen, wenn ihr in Sachsen seid und später dann auch in Brandenburg, 22. September,
unbedingt wählen. Argumente habt ihr heute sehr viele gehört und damit schließe ich. Danke euch allen und bis zum nächsten Europe Calling. Das ist schon morgen. Kriegt ihr auch noch eine E-Mail zu? Habt ihr heute auch eine E-Mail zu bekommen? Da gucken wir aber dann wieder komplett nach Europa und schauen, was sich bei der Kommissionsbildung in Brüssel so alles tut. Auch sehr, sehr spannend. Aber mal dann ein europäischer Blick. Einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, schönen Abend und danke nochmal. Danke, tschüss.